Bitteschön. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im NextQuest Studio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ich bin euer Gastgeber für heute Abend, ich bin der Markus und mit dabei haben wir das komplette Set der alten Männer. Ihr wisst Bescheid, alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun, auch wenn manche wirklich alten Männer inzwischen einen Sonnenbrand davon bekommen, wenn sie sich in die Sonne bewegen. Ihr dürft mal raten, wer das heute war. Wenn ich das mal angucke, habe ich da, glaube ich, gewonnen. Egal. Also, von daher. Wen haben wir heute noch mit dabei? Wir haben den alten Mann Jan Schmid. Hallo, Jan Schmid. Hallo, Markus. Hallo, Chat. Dann haben wir noch den alten Mann Björn. Hallo, Björn. Hallo und schönen guten Abend. Und last but not least haben wir den Jan ohne Sonnenbrand Wagner. Hallo, Jan. Tag auch, aber nur, weil ich gestern im Schatten gesessen habe, statt in der Sonne. Siehste? Oh. Also, ist gerecht. Kann dir sagen, es hilft nicht, wenn man zu Hause sich versucht darum zu kümmern, dass der Balkon und die Terrasse endlich sommerfest ist und so weiter und so fort. Das hat ja echt lang gedauert. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es war irgendwie ja gefühlt, hatten wir Winter bis so Mitte Juni und dann ist schlagartig Sommer geworden. Genau, zack, ja. Sommer. Die ganze Zeit kalt bis letzte Woche und baff, plötzlich irgendwie unaushaltbare Hitze. Ja. 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 Genau. Ja. Und auch man möchte die Wohnung auch nicht mehr verlassen. Also, warum auch? Wofür, weshalb, also, warum? Völlig wir hatten jetzt 4 Tage Zelten und haben gestern das große Zelt abgebaut. Mhm. Im strahlenden Sonnenschein. Das war schon warm. Was aber wieso siehst du aus, als wärst du nur auf Mallorca gewesen und ich sehe aus, als hätte ich irgendwie gestern im Prutzler verbracht? Das ist irgendein Hautding. Da musst du jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. So ein Hautding? Ja. So ein Hautding. Also normalerweise ist meine Haut es halt gewöhnt, verbrannt zu werden, weil ich immer das Schweißgerät habe und nie diese Schirme benutze. Und du würdest sagen, ich bin so ein Weichei. Ja? Du bist es einfach meine nicht Haut gewohnt. Ist halt schon ledrig. Meine Haut, was er sagen deine möchte, so nicht ist. Ja, er würde dir helfen, mit Hilfe des Schweißgeräts auch einen ähnlichen Turn zu kriegen. Ja. Das Schweißgerät würde mir dabei helfen. Toll, okay, alles klar, dankeschön. Also ihr wisst schon, wie das ist. Ne? Wer Freunde wie euch hat, braucht keine Feinde mehr. Also das ist eine relativ klare Geschichte. Dankeschön, das finde ich immer absolut super. Ja, also auf jeden Fall cool, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und uns hier heute zu begleiten, wie das bei den alten Männern ja üblich ist, auf eine Geschichtsreise. Wir gehen zurück in die 80er Jahre dieses Mal und wir werden uns... Oh ja, Gott, freut sich der Björn. Und was wir können mal ich raten, mich wer heute dran Björn. Ist. 80 trifft es nicht so richtig, wenn ich jetzt ehrlich bin, aber da komme ich gleich zu. Gut, also wir sind auf jeden Fall grundsätzlich in den 80ern, zumindest das Spiel in den 80ern erschienen. Und wir sind wieder im Rollenspielbereich. Ja, also ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal thematisiert? Wir haben ja die 70er inzwischen auch schon wirklich in weiten Teilen auch abgefrühstückt. Ne? Also das heißt, wir haben mehrere, die 70er haben ja auch noch nicht so viele Rollenspiele gesehen, also so die ersten paar Jahre. Aber ich glaube, wir haben 74, 75 und 76 haben wir komplett durch inzwischen, meine okay. ich. Ja? Also ja, also wir haben so die ganz frühen Rollenspiele, haben wir alle schon mal gesehen. Da war ja auch, witzigerweise gehörte da ja Bunnies and Burrows mit dazu. Ich glaube, Bunnies and Burrows war so der Abschlussstandard. Ja. 78 fehlt auch noch ein anderes, was von den Herren ist, von denen das ist, was ich heute behandle. Ja, du da, also keine Angst. Wir haben noch ein paar richtig gruselige Sachen. Auch wenn der Björn sich natürlich... Also ich konnte ihn nicht abhalten. Ja. Der hat mich danach gefragt, Markus, ich möchte mal sowas richtig Fieses. Ja, ich kriege immer nur so die interessanten Sachen von TSA. Das ist voll langweilig, weil die sind irgendwie ja sogar lesbar geschrieben und manchmal versteht man die sogar. Ich meine, es gibt mir doch auch mal was, so wie anderen Menschen, wo man sich richtig fragt, WTF. Ja, und deswegen habe ich dem Björn aus meiner Sammlung etwas ganz, ganz, ganz Besonderes rausgesucht, was er mit großer Freude gelesen hat. Und das ist... Skull and Crossbones. Okay. Und damit übergebe ich an den Björn. Es ist eine Schachtel. Yay! Ja, hinten noch nicht bedruckt. Das war da war, Moment, ich kann es euch sogar zeigen, weil da war dieser wunderbare Zettel unter der Folie, wo auch nochmal drauf beschrieben wird, was es ist. Erschienen ist das Ganze bei Fantasy Games Unlimited, wer hätte es gedacht, im Jahre 1980. Geschrieben und den Geist, den es vermittelt, würde ich es eher in die Mitte der 70er bis, ja, vielleicht sagen wir mal 78 oder sowas packen. Das passt aber auch ganz gut zu dem bisschen, was ich über die Autoren rausgefunden habe. Die sind Gerald D. Seipura und Anthony Le Boutillier. Das sind Pseudonyme, oder?
Nein, die heißen so. Aber das passt. Das sind doch Piratennamen. Wollte ich gerade sagen, das passt. Ja, die heißen wirklich so. Und das andere, was sie veröffentlicht haben unter Fantasy Games Unlimited, ist Wild West. Stammt auch von den beiden. Ernsthaft? Ja. Da haben sie ja zwei echte Perlen rausgebracht. Ja, beide haben ähnliche Reviews erhalten. Deswegen haben die auch nie wieder irgendwas veröffentlicht. Wobei, das stimmt nicht. Herr Sepura hat posthum ein Abenteuer veröffentlicht. Und zwar ein Oldschool-Abenteuer. Das nennt sich Minds of Waxen. Da habe ich aber gleich noch was zu. Das ist so eine kleine Anekdote, weil das hängt mit dem Verein zusammen, den er 74 gegründet hat, zum Brettspielen, Wargaming Association. The Schenectady Wargaming Association. Schenectady ist ein kleiner Ort im Bundesstaat New York. Da hat er auch bis sein Leben lang gelebt. Also das ist, der ist 2013 gestorben. Aber New York hatten wir jetzt auch noch nicht, glaube ich. Nee. Ne? Also wieder. Nee, nein. Und da hat der 74 eben war einer der Gründungsmitglieder und die haben regelmäßig eben Rollenspieltreffen auch in den 70ern gemacht und er hat Abenteuer für diese Rollenspieltreffen geschrieben, die auch Gygax gespielt hat. Und dann ist irgendwann einer drauf gekommen bei so einem Wargaming-Treffen und hat dann gefragt, hast du die noch? Nee, aber ich schreibe dir ein neues. Und so ist dieses Minds of Waxham entstanden, was wiederum dann eben genau kurze Zeit später, nachdem er verstorben ist, veröffentlicht wurde. Eigentlich sollte noch ein zweites kommen, aber das ist dann nicht mehr fertig geworden. Ist sehr oldschool. Also mit ein bisschen Overland, ein bisschen Dungeon und nicht so ganz Sinn drin irgendwie. Aber das, darüber reden wir heute nicht. Wir reden heute über Skull. Skull and Crossbones. Wichtig. Ein Skull, viele Crossbones. In der Box selber ist ein. Achso, lieber Ingo ist heute dran, genau. Du kannst mal Artwork Content zeigen. Da ist nochmal ein ganz Übersichtsbild von den ganzen Content. Also, es ist ein 32-seitiges Heft drin. Solide Pappqualität. Das hat der Björn aber so schick ausgebreitet, dass es aussieht, als wäre da wirklich was drin, weil das ist nämlich nicht der Fall. Ich finde das relativ viel, was da drin ist. Dann ist eine Tabellenübersicht drin. Es ist ein richtiger, auf festem Papier gedruckter Charakterbogen drin. Und jetzt kommt's, das sind richtig, richtig fest Papier. Also das ist mehr als 120 Gramm Papier. Karten. Und zwar einmal von der Spanish Main. Da kannst du die Map zeigen, bitte, lieber Ingo. Ich kann es auch hier nochmal zeigen. Also die ist groß. Handgemalt und dann eben irgendwie vervielfältigt. Und auch dasselbe nochmal in groß, die Schiffspläne. Und wie gesagt, also relativ festes Papier. Dann gibt es noch Token und da weicht das Bild, was ich im Netz gefunden habe, ab von dem, was bei dir drin war, lieber Markus. Das war bei dir an Token drin. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Was? Dein Set scheint nicht vollständig zu sein. Ja, tut mir leid. Als ich es dir geschickt habe, wurde mir das als vollständig angezeigt. Ja, das ist. Hast du wieder was rausgenommen für deine eigene Sammlung? Wo ich doch so viele Tokens brauche. Genau. Ja. Gut, okay. Wie man unschwer errät, geht es natürlich um die Napoleon-Feldzüge. Nein, es geht um Piraten. und zwar in Spanish Main, also Hauptzeit der Letter of Marquis, der Freibeuterbriefe und so weiter und so weiter. Und die Artworks wollte ich noch sagen. Genau, die Artworks stammen, bevor ich zum Inhalt komme. Die Artworks sind vom Hauszeichner Mike Gilbert, der hat auch schon Bunnies and Burrows und diverse andere Sachen für FGEU gemacht. Hey. Die zweite Zeichnung, also von der Second Edition, war echt okay. Die waren okay, ja. War echt okay. Ja, die können wir auch gleich mal zeigen. Ich habe zwei Zeichnungen rausfotografiert, einmal Art 1 und einmal Art 2, bitte, lieber Ingo. Die sind auf für die damalige Zeit auf einem hohen Niveau. Und ich habe Mike Gilbert auch nochmal nachgeschlagen. Also er galt lange Zeit als einer der besten Fan-Science-Artists, so Mitte, Ende der 70er Jahre. Da habe ich in vielen Fan-Science deutsche Schlechtigkeiten gesehen. Und auch in den 80ern. Also das muss man schon sagen. Also ich finde jetzt hier für 1980 ist das echt nicht schlecht. Ja, und eben. An was es mich aber witzigerweise eher erinnert, ist, das könnte aus meiner Sicht genauso auch in einem illustrierten Jugendbuch
irgendwie von genau, der Silberdings da. Die Schatzinsel und so weiter und so fort. Ja, das hat er auch später gemacht, ab und an auch für Romane, Innenillustrationen. Genau, also das ist so sah das aus. Also das ist so dieser Stil, den man ja irgendwie von diesen, ich hab so auch so Edgar Allan Poe Ausgaben. Ja, auch sowas hier. Ja. Ja, das ist auch so klassische Szenenillustration aus einer Geschichte. Also das ist, genau. So, Das geht aber echt. Wollen wir wirklich über den Inhalt reden? Was? Nee, Entschuldigung. Wollen wir wirklich über den Inhalt reden? Komm, es sind nur 32 Seiten, die gehen schnell vorbei. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, gehen Sie nicht, das ist das Problem. Nein, Sie gehen. Das heißt doch, wir können das anders machen. Wir reden über das Rollenspiel. Das geht schnell vorbei, Das hier sind zwei Spiele. Schreiben Sie auch selber. Das eine ist das Brettspiel mit den Countern auf der Karte. Genau, und das andere ist das Brettspiel. Und anders als viele andere Spiele Ende der 70er, Anfang der 80er, nennen sie das auch so. Sie sagen, das hier sind, im Prinzip hast du ein Rollenspiel und ein dazugehöriges Brettspiel. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert. Weil viele andere Cosim-Spiele zu der Zeit nennen sich Rollenspiel und tun so, als wenn das irgendwie die Neuerfindung des Rades wäre und so weiter und so weiter. Aber sind unterm Strich eigentlich nur Brettspiele mit ein bisschen Story-Element dahinter. Und die sagen hier ganz klar, nö, es gibt den Rollenspiel-Aspekt-Teil. Dafür haben wir dir ein paar Regeln. Und auch nicht. Und dann haben wir das Brettspiel. Und das Brettspiel ist eine sehr einfache Seeschlachtversion. Um es mal so zu formulieren. So, dann fangen wir mal an. Also, anfangen tut das Buch mit im Prinzip, was ist überhaupt ein Rollenspiel und wo spielt Skulls and Crossbones und warum und so weiter. Und dann wird dann das Rollenspiel noch mal ein bisschen erklärt. Und dann der Aufbau des Buches. Das ist didaktisch für Ende der 70er durchaus schon mal hilfreich oder Anfang der 80er, dass sie wirklich erklären, was kommt jetzt eigentlich wann ungefähr im Buch. Auch nicht selbstverständlich zu der Zeit. Das heißt, irgendjemand hat es nachher geschrieben oder sie wussten es vorher schon, was wir bei einigen Büchern gesehen haben, nicht immer der Fall ist, dass die Leute wussten, was so passieren würde, wenn sie anfangen, die Regeln zu schreiben. Also die wussten, was sie schreiben, also auch ein klassisch Kurs im Regelwerk, jeder Absatz hat eine Nummerierung, 1a, 1b und so weiter und referenzieren natürlich auch auf spätere Absätze. Und solche Sachen. Also das ist ein Werk, was zumindest nicht einfach nur in der Schreibmaschine rumgestellt wurde. Das heißt nicht, dass es sortiert ist. Und das heißt nicht, dass nicht wichtige Informationen irgendwann sehr viel später kommen. Oder gar nicht. Aber dazu mehr. So, dann geht es weiter mit Setting the Scene. Da wird noch mal ein bisschen über das Piraten-Setting geredet. Aber das ist auch etwas, was wir schon anders hatten. Hier wird nicht versucht, irgendwie, ich habe Wissen, blob, Tonnen von Wissen, sondern kennt ihr ja. Piraten müssen wir euch nicht erklären. Und wenn ihr mehr wissen wollt, gibt einschlägige Filme, Bücher, Romane und so weiter. Die werden noch nicht erwähnt, bis auf ein, zwei Beispiele an Filmen oder sowas, sondern einfach so dieses, ihr könnt hier Helden sein, aller Piraten, oder eben Schurken, aller Piraten, habt Spaß. Das finde ich schon mal sehr, sehr. Also, das ist auch wieder so, da haben wir sehr unterschiedlich schon erlebt. So, dann geht es darum, du legst einen Charakter an. Dein Charakter ist dein alter Ego, wird erklärt und so weiter und so weiter. Und dann wird auch erklärt, dass du Charakteristiken hast. Attribute. Hier heißen sie Charakteristiken. Sie haben explizit die Erlaubnis gegeben, dass den Charakterbogen mit Xerox-Maschinen zu kopieren. Aber nur mit Xerox-Maschinen. Aber nur mit Xerox, ja. Den können wir sie heute leider nicht mehr zeigen, weil 80, wir haben keine zur Hand. 80 war Xerox synonym mit kopieren. Also. 80 gab es gar keine anderen. Also das kannst du vergessen. Aber es steht hier, dann published to Xerox copies of this character. Also da war Xerox noch ein Verb. Xerox tatsächlich something. Wurde das auch früher so benutzt. Ne? Also das hieß sogar, das hieß gar nicht Fotokopieren am Anfang, sondern das hieß Xerokopieren. Nicht Kopie, sondern es hat einen anderen, Xerokopieren, irgendwie sowas um den Dreh. Also das war auf jeden Fall, am Anfang war das mit Xerox identisch. Also das wurde erst später, wurde das umbenannt. Also wir tappen ja auch keine Karten mehr in allen Kartenspielen, sondern die werden ja nur noch erschöpft oder sonst was. Das muss was Ähnliches sein. Da hatte Xerox natürlich den Markennamen drauf auf das, was sie da getan haben. Und irgendwann haben Leute das dann anders genannt, damit sie dasselbe machen konnten. Ja.
Wir haben 6 Attribute. Stärke, Intelligenz, Agility, Constitution, Luck and Leadership. Passend zu Piraten, also gerade Luck und Leadership, finde ich eine schöne Ergänzung zu Piraten. Gewürfelt wird, wie wir es kennen, 4 sechsseitige Würfel. Keiner weggelassen, sondern tatsächlich 4 sechsseitige Würfel. Und das, was ich schön finde, ist, sie haben bei allen Attributen einen, nicht nur eben die Boni dazu geschrieben, dann, was du bei welchem Wert hast, sondern auch noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt, was das eigentlich bedeutet. Also um ein Beispiel zu geben, 19 to 22 ist, this fellow is much more impressive than the average in a physical sense. Und dann, er ist groß und ist eher so wie ein American Football Lineman, sowas in der Art und so weiter. Und bei 23 und 24, he's the Incredible Hulk. Punkt. Nice, finde ich gut. Also so kulturelle Referenzen einfach auch reingestreut. Und das haben sie bei all den Attributen gemacht. Deswegen sind auch die Attribute auf knapp 2 Seiten. Füllen schon mal die Attribute. So, dann kommt der nächste Teil. Also du heuerst, die Idee ist, du heuerst auf einem Schiff an und dienst dich langsam hoch. Und wie das bei Piraten so will, jeder will irgendwann Kapitän werden. Das bist du aber nicht von vornherein, sondern du musst dich hocharbeiten. Das heißt, du fängst als Sailor an, kannst Seaman werden, kannst Gunner's Mate werden, kannst dann die jeweiligen Fachsachen und so weiter werden bis zum Captain. Captain wirst du aber nicht einfach so, sondern wirst gewählt. Musst bestimmte Bedingungen erfüllen, damit du Captain werden kannst. So, da aber die Piraten sich ja in der Regel aus ehemaligen Seeleuten und Navy-Leuten und so weiter zusammengesetzt haben, besteht die Chance, dass du eine gewisse Vorbildung hast. Mhm. Auf die kannst du würfeln. Und da hast du bis 9, also ist David mit Prozent gewürfelt, wobei hier noch Prozent mit diesen 20 Seitern, also diesen doppelten Zehnern gewürfelt wurden. Bis 10 bis 69 passiert nichts. Dann kannst du Gunner's Mate werden, du kannst schon Sailmaster's Apprentice sein, Navigator's Apprentice oder warst sogar schon mal Captain irgendwo in der Navy, bist aber fängst wieder als Team Sailor an. Und da fing mein erstes Rätselraten an und welchen Effekt hat das jetzt? Weil direkt drunter steht, nur weil du das jetzt gewürfelt hast, heißt das nicht, dass du den Advanced Rank hast, was die oder die Erfahrungspunkte, die nämlich normalerweise mit dem Sailmaster's Apprentice, das wäre Stufe 3 beim Sailmaster, dass du das alles schon hast. Ich so, warum habe ich es dann gewürfelt? Das erschließt sich dann viel, viel, viel später, als es nämlich darum geht, welche Waffen man hat. Und du kriegst dann automatisch, hast du schon mal ein Rapier zum Beispiel, wenn du eben diesen Beruf vorher schon hattest. Und wenn deine Agility nicht hoch genug ist, um das Rapier zu führen, wird die automatisch angehoben. Das ist aber das Einzige, was ich gefunden habe, was dir hilft. Also was das ergibt. Eigentlich ist es nur die Waffe, davon reden sie aber nicht an der Stelle. Und ich habe das 3-mal versucht zu finden, ob es da noch irgendwelche anderen Referenzen gibt. Gut, jetzt auch sowas gewesen, wo ich sagen würde, das kann doch nicht so schwer zu finden sein, irgendwie die erste Schlacht und es müssten noch Waffen en masse rumliegen. Naja, gut. Ja, Moment, das ist Plunder. Plunder wird ordentlich aufgeteilt zwischen allen Leuten, ne? Weil Pirate. Da kriegst du nur ein Achtel Rapier. Genau, du kriegst nur ein Achtel Rapier und die werden ja alle in Achtelstückchen zerbrochen, weil sonst funktioniert das ja nicht. Ja. Klar. Ja, gut, okay. Apropos noch mal kurz die Frage, also ich prophylaktisch auch an den Chat, lieber Ingo, bitte eine Umfrage machen, ob es jemanden kennt, ob es jemand schon mal gespielt hat oder jemanden kennt, der jemanden, der es gespielt hat oder jemanden kennt, der es irgendwann schon mal in der Hand gehabt hat, außer Markus. Dass ich vorstellen kann, dass es jemanden gibt, der das jemals gespielt hat oder... Ich glaube, das ist ein Spiel, von dem ich mir auch wieder... Das ist eines von der Sorte, wo ich mir gar nicht sicher bin, wie viele Exemplare davon überhaupt jemals nach Deutschland gekommen sind. Also du hast eins. Ja, korrekt. Bestimmt. Aber nicht damals aus Deutschland, sondern in irgendeinem späteren Nachlassverkauf. Ja, es ist aber ich glaube tatsächlich, dass das eher wenige sind. Also weil das Spiel kann ich mich selbst aus den Zeiten, wo ich dann FGU irgendwann mal in den Läden gesehen habe und so weiter, überhaupt nicht dran erinnern. Ja, nein. Niemals habe ich das... Nein. Also das mag auch daran liegen, dass es auch selbst in den USA keine großen Freunde gefunden hat. Also alle Reviews, die ich dazu gefunden habe, waren eher warum? Also so im Fazit.
Okay, das machen wir mal weiter und dann wird vielleicht klar, warum es ein Warum ist. Aber bis hierhin war es noch nicht schlimm. Ja, nein, das wirklich schlimm ist, und das ist genau das, was warum es ein Warum ist. Nichts daran tut wirklich weh, aber es befriedigt weder die eine noch die andere Seite in irgendeiner Form richtig. Also das ist das Fazit schon mal vorweggegriffen. Weil jetzt als nächstes wählst du deine Specialty aus. Das ist dein Job. Also als was möchtest du eigentlich auf dem Schiff Karriere machen? Gibt es drei Hauptbereiche. Das eine ist Gunnery. Das splittet sich auf ab der dritten Stufe auch noch in Kanonen. Master und den Master at Arms, also der dann für Austeilen der Waffe zuständig ist. Ja, und vor allem für, wenn man dann Schiff an Schiff liegt, für, rüber mit Segel, mit Säbel und Muskete und so weiter. Boarding war das, genau. Die Boarding Party führt. Dann gibt es den Mastery of Sail. Das ist all das, was eben mit Segel und Schiff am Laufen halten zu tun hat, und dann Navigation. Erklärt sich, glaube ich, von selber. So. Dann wird ausführlich diese Specialties erklärt und was ihre Jobs sind, wie sich das auch aufteilt, dann mit den zusätzlichen Offizieren und so weiter. Also das sind alles Offiziersjobs schon, auf die man zuarbeitet. Du fängst zwar als Sailor Seaman an, aber du musst dich halt entscheiden für einen Track. Und dann werden die einzelnen Ranks erklärt und ab wo es Boni gibt für bestimmte Sachen, die du machst. Also zum Beispiel als Gunnery hast du, kriegst du bestimmte Boni, das kommt dann auch später noch mal ausführlich dann in Regelterms erklärt, hier wird nur erklärt, du kriegst Boni. Dann hast du eine Tabelle mit den Ranks und Points, wie viele Erfahrungspunkte du brauchst, um eben verschiedene Stufen zu erreichen. Pirate, also Captain wirst du ab Level 6, oder kannst du werden, wohlgemerkt. Es gibt dann noch Level 7, das ist Pirate Chief. Und dann gibt es auch noch Pirate King. King wird man nur, wenn man irgendwie lauter andere Piraten getötet hat und überhaupt. Ja. Und was eigentlich keine anderen Piraten mehr gibt. Genau. So, King. Ja, genau. Dann auch King typisch eigentlich für die 70er Jahre, Erfahrungspunkte werden für die jeweiligen Klassen für einzelne Ziele vergeben. Mhm. Das heißt, du hast einen kleinen Pool an allgemeinen Experience Points, die gegeben werden, aber als Captain kriegst du andere Erfahrungspunkte, als du als First Officer kriegst, als du als Sailmaster kriegst, als du als Master Gunner kriegst. Um ein Beispiel zu geben, Master Gunner bekommt 20 points for each successful attack and an additional 5 points if it's a main gun fire that forces the surrender of a prize. Mhm. Also das ist sehr spezifisch, dass du hast, als wenn du auf einem Schiff dienst mit deinem restlichen Kumpels zusammen, hast du ein Grund, warum du jetzt unbedingt möchtest, dass das Schiff, wenn du zum Beispiel Gunner bist, schon aufgibt, ohne dass es zu einer Boarding-Party kommt, weil dann kriegst du die Erfahrungspunkte und nicht der Master at Arms. Mhm. Es wird auch explizit gesagt, man spielt nicht richtig gegeneinander, aber schon irgendwie doch. In Konkurrenz. Das habe ich vorhin schon gefragt, weil wie viele Leute können gleichzeitig Captain werden? Das ist ja doch ein eher Ein-Personen-Job. So ja, Captain, da brauchst du ja Monate des Spiels, bis du da hinkommst. Also so lange macht es keinen Spaß, und hört man vorher auf, meinst du. Aber wobei das explizit als Kampagnenspiel angelehnt ist, das sagen sie auch. Ja. Also ich, einfach von der Logik her, du läufst ja auf eine Pyramide zu, die immer schmaler wird, aber die Gruppe wird ja davon nicht kleiner. Also wenn irgendeiner sozusagen einen Job hat, dann hat den ja nicht noch ein anderer dazu, weil so viele Master at Arms gibt es dann auch nicht. Nee, genau. Nein, also idealerweise ist einer dann irgendwann der Captain, der andere ist First Officer, der andere ist Head Navigator und der dritte der Sail Master oder sowas. Ja, aber ja. Also das ist das, was du anstrebst. Am Anfang sind halt alle nur ganz unten, ja. Das heißt aber, der Spielleiter muss quasi für die alle NPCs haben, die er auch führt. Richtig. Was ich viel schlimmer finde, ist, okay, Seemann zweiten Grades. Heute ist mal wieder Deckschruppen angesagt. Dafür gibt es auch 3 Erfahrungspunkte. Also, ja, okay, das ist ja das Abenteuer, wie ich es liebe. Weil ich meine, also an Bord eines Schiffes als unterster Typ, da gibt es ja auch nicht so viel Freiheiten in dem, was du machst erstmal. Das ist halt so, okay, ja. Du darfst die Kanone stopfen. Alles klar. Peng, jetzt darfst du nochmal die Kanone stopfen. Okay, super. Und dritte Runde, du darfst die Kanone stopfen. So, ja, puh. Ja, du hast deinen Job sauber erfüllt. Was soll denn das? Also von daher, eben. Ja. Und wenn deine Kanone dazu beigetragen hat, Gegner zu töten, kriegst du Erfahrungspunkte dafür. Mhm. Okay. Mhm. Interessant, ist da ein Abenteuer drin? Nein.
Okay. Abenteuer. Also, es gibt ein Erweiterungsprodukt mit 3 Szenarien oder 4 Szenarien drin. Das habe ich aber auch nicht irgendwo im Netz gefunden und so weiter. Das stimmt, muss erschienen sein. Das habe ich gesehen. Ja, das gibt es tatsächlich. Genau, da kommt auch der Schiffsarzt dazu als weitere Profession, die du auswählen kannst. Und es sind irgendwie Szenarien drin und nochmal ein paar neue Schiffstypen, glaube ich. Nicht, dass es ja nicht schon hier drin eine Menge Schiffstypen gäbe. Aber gut, so, dann kommt eben dieses, was passiert eigentlich bei den Steigerungen? Das passiert nämlich teilweise pro Level, beim Gunner zum Beispiel, da steigt einfach seine Prozentchance, dass er was trifft, nämlich 2% pro Level. Beim Master at Arms aber ist es zum Beispiel so, dass der ab dem 3. Stufe dann nämlich 5% auf die Chance seiner Crew liegt, beim Musketenfeuer. Und beim Grappling und Ungrappling, also wenn man im Prinzip die Schiffe aneinander taut. Das heißt, du gibst dann deinen Leuten Boni damit, ja? Das ist richtig. Das ist natürlich echt Cosim. Ja, da bist du bei dem klassischen Mechanik mit Anführer von Units, die im Prinzip. Und ab da wird es auch dann später im Brettspiel komplizierter, weil ab wann bist du selber und ab wann deine Crew und so weiter. Das konnte ich auch schon nicht so richtig nachvollziehen. Aber gut. So, und beim Navigator, bei dem wirkt sich halt seine Fähigkeiten darauf aus, wie oft man turnen kann, wie schnell das alles geht und so weiter und so weiter. Das ist bei Verfolgungsjagden insbesondere sehr, sehr wichtig. Und der Captain kriegt einfach mehr Leadership, um sicherzustellen, dass er Captain bleibt. Weil das wirkt sich auf die Wahl aus. Und er kriegt mehr Schätze, aber das ist. Der Captain weiß, ich bin geschickt darin, ein bisschen vom Prisengeld abzugreifen. Ah, wie geil. Das ist halt das ist schon echt cool, ja. Und was kriegst du? Genau. Sicherstellen, dass das so weitergeht, wie es gerade läuft. Das kriegst du. Genau. So, dann gibt es Weapons Chart, das sind jetzt die Mannwaffen, also Cutlass, Rapier, Mangosh, Knife, Pistol, Coach Gun und Musket. Und hier kommt das dann nämlich mit drin, so nach dem Motto: Beginning player character has rolled they required to possess a rapier. Also genau, for those characters who have rolled an advanced skill. Hier wird es Advanced Skill genannt, am Anfang wurde es einfach nur Skills genannt. Und dann kommt das nämlich eben, dass du dann automatisch ein Rapier hast und eigentlich auch noch eine Mangosh haben kannst, wenn du magst. Und auch nochmal erklärt wird, dass die nur in der Offhand getragen wird zum Verteidigung. Eigentlich. Macht aber Schaden, wenn man will. Genau. Dann werden die Waffen nochmal erklärt, weil weiß halt auch nicht jeder, was eine Coach Gun ist oder eine Muskete. Obwohl man sollte sich ja auskennen mit Piraten, wenn man das hier spielen möchte. Das ist dann auch schon wieder so. So, als nächstes wählst du dann noch deinen Homeport. Der ist aber der Einfachheit halber Port Royal, weil das ist die größte und bekannteste Freibeuterung. Du wählst deinen Homeport aus einer Liste aus 1. Soll keiner sagen, du hättest keine Auswahlmöglichkeiten gehabt. Genau. So, und jetzt wird es wirklich lustig, weil dann musst du erstmal würfeln, dass du einen Job auf einem Schiff findest. Also, dass überhaupt ein Schiff im Hafen ist und dann musst du würfeln, dass du einen Job auf dem Schiff kriegst, was am Anfang ja eh nur Seaman sein kann, aber dann eben halt in deinem entsprechenden Bereich. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du noch würfeln, was ist das für ein Schiff? Haben die einen Freibeuterbrief oder ist das irgendwie einfach nur so ein wilder Pirat? Das hat natürlich Auswirkungen und insbesondere auf das, was du als Beute verteilen kannst auf dem Plunder, weil wenn du einen Freibeuterbrief hast, geht ein Teil deiner Beute ja an deinen König, deinen Lehnsherrn sozusagen. Jetzt erinnert mich das alles sehr an das Piratenrollenspiel, was ich vorgestellt habe. Privateers Gentleman. War meins deutlich komplizierter und komplexer, aber nicht besser. Und kam aber später raus. Ja, also das muss man bestellen. Das frappiert daran, dass das einfach kein Rollenspiel ist, sondern sozusagen die Charakterwürfelauswahl vor dem Brettspiel. Also bisher ist mir weil das auch so, das ist halt darauf aus, dass jeder eine subordinate Rolle in einem System hat. Ja. Es ist eben auch so mit der Level Progression 2% pro Level und man kann maximal 7% werden. Das heißt, du fängst an, kannst irgendwas auf keine Ahnung was und dann kannst du es 14% besser. Da ist ja der D&D-Dieb schon furchterregender irgendwie. Also, das. You have no idea. Das war aber bei Privateer and Gentleman auch, nur dass du vorher noch würfeln konntest, ob deine Eltern reich waren und du deswegen in einem höheren Rang anfangen konntest, wenn ein entsprechendes Schiff da war, in dem du dann auch noch erneuern konntest. Mhm.
Und wenn nicht, ja, dann gehen alle nach Hause, weil die Spielrunde ist dann halt vorbei und dann kommen wir das nächste Mal wieder und würfeln nochmal. Genau. Zumal auch alle auf unterschiedlichen Schiffen anheuern können. Was bedeutet, dass du eigentlich gar nicht zusammenspielst, so richtig. Man kann übrigens, Entschuldigung, ich muss Jan widersprechen, es gibt die Möglichkeit hier drin, dass jeder Kapitän ist, und zwar von seinem eigenen Schiff, aber man zusammen als Kapitäne sozusagen, als Mini-Kapitäns, Piratenflotte durch die Gegend heizt. Vorher auf das Schiff gewählt worden sein, auf dem man dann nicht war, oder man spielt einfach von vornherein zu fünft in separaten Kampagnen. Genau. Dann nach zwei, drei Jahren mal gemeinsam als Kapitäne zu treffen. Genau, beziehungsweise es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass ein Schiff, was du eroberst, sozusagen die Crew sich dir anschließt. Das und dann kannst du noch einen Kapitän da benennen, weil die dir anschließen und du sagst, nee, das macht mein Kumpel für euch. Alles klar. Ja. Also so ein bisschen ist das ist so ein bisschen wie Traveler-Karriere ausgespielt statt ausgewürfelt. Ganz damit man dann anschließend was anderes spielen kann. Ja, genau. So, dann kommen die beiden wichtigsten Punkte, nämlich 1Q und 1R. Das ist Sharing the Booty and the Spoils. Also, was kriegt man eigentlich? Also zum Beispiel ein Crewman kriegt einen Share, ein Gunner's Mate auch nur einen Share, ein Gunner schon 2 Share, Master at Arms 3 Shares, Sail Master, also die Master kriegen dann schon 3 Shares und der Kapitän 5 bis 8 Shares, je nachdem, wie hoch seine Leadership ist. Sehr gut. Also die Progression ist super. Ja. Und dann ist hier noch eine ganze Seite mit einem Sample Set of Pirate Articles or Pirate Charter. Die muss man nämlich zustimmen, wenn man Pirat werden möchte auf so einem Piratenschiff. Und das sind so die klassischen Regeln, wie wir sie auch kennen. Ne? Und auch mit den zum Beispiel versehrten Regeln. Also zum Beispiel Nummer 8. If a man shall lose a joint in time of an engagement, shall have 400 pieces of 8. If a limb, 800. Ja. War das? Ich finde es auch wichtig zu klären, also, was mit meinem Charakter passiert, sobald der verstümmelt wurde. Ja, also. Ja, eine Verstümmelungsversicherung. Also, ich meine, da sind die Piraten deutlich fortschrittlicher gewesen als die Navy zu dem Zeitpunkt. Die britische. Ja, geschenkt, das sowieso. Also, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie rollenspielrelevant das wird. Jetzt stellt doch nicht solche Fragen. Entschuldigung. Naja, man könnte das natürlich einsetzen, wenn du erstmal Captain bist und du hast diese ganzen Verstümmelten, die du ausbezahlen musst, dann wirst du aber schon sehen, wie deine Koffer langsam leer werden. Dann bist du aber ganz schnell abgewählt. Oder Meuterer auf der Bounty-mäßig sitzt du dann auf irgendeiner kleinen Insel und hast dann deinen Rum und einen Sonnenstich und redest dann wie Jack Sparrow. Also, ja, genau. Sonnenstich habe ich, check. Also von daher, ich werde Captain. Dann kommt noch eine Viertelseite Design of the Pirate Flag, auch sehr wichtig. Das haben wir schon als Kinder gelernt. Piratenflagge designen ist das Allerwichtigste am Piratendasein. Was denn? Natürlich nicht. Ja, nee, ich bin jetzt schon von dem Aufbau hin und weg. Ja. So, und jetzt kommt dann auf Seite 14 The Board Game. Ab Seite 14. Ja. Oh. So. Und später in der Game Master Section wird dann wieder auf das Rollenspiel eingegangen, aber jetzt kommt erstmal das Board Game. So, ne? Das heißt, wir vergessen jetzt alles, was wir über unseren Charakter gelernt haben. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht mehr. Okay. Mhm. Weil wir fangen jetzt an mit ganz simplen Board Game Regeln, nämlich Ship Characteristics. Das heißt, was kann mein Schiff, was für Schiffe gibt es? Also wir haben im Grundregelbuch haben wir hier die Sloop Merchant, Sloop Coast Patrol, Sloop Pirate, Brigantine Merchant und eine Brigantine Pirate und eine Fregatte und eine Large Merchant und eine Fourth Rate Man of War. Oh. Ja. Also all das, was man so an Standardschiffen eigentlich auch im Piratenfilm gesehen hat. Muss jetzt mal nachfragen, kommt noch irgendeiner von euch immer wieder mental zu dem Punkt, wo er sich fragt, warum damals von dem Computerspiel Pirates of the Spanish Main keine Lizenzgebühren gezahlt wurden an dieses Rollenspiel? Weil vermutlich FGU auch nicht im Ansatz an irgend sowas gedacht hat wie Copyrights. Wahrscheinlich, aber ey, mal ernsthaft, also habt ihr das mal gespielt, das Computerspiel? Natürlich. Das ist ja fast identisch in vielerlei Hinsicht. Ja? Das ist ja fast identisch vom Aufbau her.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du bei Piraten spielen, kommst du halt zwangsläufig, was machen Piraten? Also ich meine, du musst ja nur rote Korsaren gucken, was machen Piraten? Ja, also ja, die ja, machen ja, genau aber, das. Aber auch das Spielprinzip als solches hat ja tatsächlich unfassbare Ähnlichkeiten. Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn bei Pirates die Segelmechaniken an das hier angelehnt sind. Also, weil das ist nämlich das Nächste, über was wir reden. Also wir haben jetzt die Schiffe, die haben eine Speed, die haben eine Crewanzahl und die haben eine Kanonenanzahl. Wohlgemerkt, wir haben diese wunderbaren Schiffspläne, auf denen ich dann auch Kanonenmarker platzieren kann. Ne? Also, ja, ne? Ja, das ist sehr wichtig. Da, auf den Schiffsplänen hat die kann noch. Man übrigens. Ja, genau. Man hat die noch. So, dann wird auch noch aufgeführt in einer separaten Tabelle, wie viele Schadenspunkte so ein Schiff verträgt, bis es sinkt. Und wie viel Punkte, wie viel Gold es kostet, so einen Schadenspunkt wieder zu reparieren. Ja. Und das ist nämlich ja je nach Schiffsgröße unterschiedlich. Bei einer Sloop kostet so ein Schadenspunkt nur 50 Gold zu reparieren, bei einer Manowar schon 140 Gold. Der Unterschied von den Damage Points ist aber nicht so groß. Sloop 100, Manowar 220. Ja, schon ordentlich. Ja, also ein bisschen mehr als das Doppelte ist okay. So. Dann kommt Movement. Movement ist sehr einfach geregelt. Du hast eine Hexfeldkarte und du hast im Prinzip einen Kreis angelegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und du würfelst, in aus welcher Richtung kommt der Wind. Und je nachdem, wie dein Schiff steht zum Wind, kann es sich die volle Anzahl seiner Movement Points bewegen, etwas weniger. Oder es landet in einem Luff, wie sie es hier so schön heißen, wobei Luff hier falsch verwendet wird, weil Luven ist eigentlich sich in den Wind drehen und nicht in einen Stillstand geraten, aber das ist, also ich kann nicht segeln, aber soweit habe ich es verstanden. Und das ist im Prinzip das ganze Bewegungsbild. Du musst in jedem Movement-Zug im Prinzip wählen, wie weit willst du dich bewegen, willst du im Wind bleiben. Du kannst bis zu zwei Hexseiten dich drehen, aber eben wenn du in einen Stillstand gerätst, muss das Schiff von Hand sozusagen, also mit Ruderbooten umgedreht werden. Das kostet dich zwei Turns. Mhm. So. Und dann gibt es Hardturns und Stürme, also Hardturns ist das, was ich gerade beschrieben habe, wenn du in einen Love gerätst, dann kommen noch Stürme dazu, die werden über Encounter-Tabellen in jedem Zug, in dem du dich mit deinem Schiff bewegst, klar, erwürfelt, und zwar du würfelst auf der Encounter-Tabelle 2W6, bei einer 12 kann es einen Sturm geben und dann wird geguckt, welche Auswirkungen hat der Sturm. Von der Bewegung her, normalerweise bewegen wir uns auf dieser großen Map eben mit den Orten und so weiter drauf. Das heißt, wir reden bei Bewegungen hier von diesen Hexfeldern. Außer ein anderes Schiff taucht auf, neben dir, auf einem anderen Hexfeld, dann wechseln wir auf die Rückseite, dann sind wir sozusagen im Nahkampf mit den Schiffen und dann läuft das alles ein bisschen anders, dann platziert man sich auch nicht direkt nebeneinander, sondern mit einem gewissen Abstand, je nachdem, was für Schiffe das sind. Das ist noch mehr wie Pirates. Dann wird noch erklärt, dass Shallow Waters, also Küstenwasser, natürlich großen Schiffe nicht einfach hinfahren können, sondern nur die kleinen. Shallow Waters sind immer die Felder um Land drumherum, außer direkt vor den großen Häfen. Da können dann auch die großen Schiffe rein. Mhm. Das haben sie sehr einfach gehalten, genau. Man kann auch an Land gehen und auch am Land kämpfen. Das wird kurz später erklärt. Und man kann seinen Anker droppen. Wenn man das gemacht hat, dauert es aber wieder zwei Züge, bis man überhaupt wieder losfahren kann, weil der Anker muss ja dann auch wieder gehoben werden. So, dann kommt Encounter, das hatte ich erklärt. Evasion. Evasion ist dann im Prinzip, wenn ich jemand anders begegne, dann wechsle ich auf die Close Combat Karte sozusagen für Schiffe. Und dann muss ich es hinkriegen, dass ich über vier Züge mindestens sieben Felder Abstand habe zu dem anderen, dann bin ich wieder weg. Mhm, ja. Und ansonsten ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel. Relativ einfach gehalten, also vor allem für andere Spiele in der Art zu der Zeit. Also es gab ja durchaus auch von Avalon Hill und so weiter recht sophisticated. Könnt ihr mal ein bisschen Buddenchips und Iron Man spielen? Ja, genau. Das war eine andere Nummer. Aber das ist das Einzige, wer ein einfaches Piraten Schiffsspiel haben möchte und eben nicht sowas wie Wooden Ships spielen möchte, der ist hier ganz gut aufgehoben. Oder auch nicht. So, dann gibt es einen längeren Absatz über Kanonen.
Ganz klassisch, das habe ich jetzt mal nicht abfotografiert. Kanonen können in zwei Richtungen vom Schiff schießen. Nach rechts, okay. Ja, links. Drei Felder weit, einfacher halt halber, es gibt auch keine Unterschiede. Es gibt aber drei unterschiedliche Munitionstypen. Nämlich Chain Shots, Grape Shots und die Standard Round Shots. Round Shots machen Hullschaden und so weiter. Chain Shots gehen in die Takelage und sorgen dafür, dass Movement reduziert wird und so weiter. Und Grape Shots ist das, was die Crew reduziert. So kann man das auch ausdrücken, ja. Mhm. So steht's. This type of ammunition is only useful against the crew. Ja, na ja, gut, klar, logisch, das ist halt im Endeffekt Schrapnell. Also. Genau, ja. Wird kurz erklärt, dann im Prinzip, wie viel Prozentpunkte oder wie viel Anteil der Crew verloren geht, wie viel Rigging kaputt geht und so weiter und wie viel Schaden an der Dings gemacht wird, das wird ja jeweils schon im Text erklärt. Dann gibt es noch Musketenfeier, das spielt dabei eigentlich erst eine Rolle, wenn man Grappling hinter sich hat und Boarding hinter sich hat. Also, mhm. Bevor ich das Schiff boarden kann, muss ich. Boardgame. Ja, genau. So. Abläufe. Genau. Shipboard Combat, genau, das mache ich dann, also wenn ich geboardet habe, hole ich den Schiffsplan raus und platziere dann irgendwelche Token für meine Crew und sage dann, ich kämpfe gegen dich und ich kämpfe gegen dich und fertig. Wer gewonnen hat, noch was Pirates sehr ähnlich ist, es gibt Moral. Mhm. Mhm, ja, er lässt dich an die Fechtkämpfe, ne? Oh, ja. Die Moral deiner Crew geht runter. Ja, es ist schon sehr, sehr Vorlage für Pirates. Jetzt, wo du es sagst, ich habe da gar nicht dran gedacht, das ist ein guter Punkt. Ja, so. Das ist das 1:1. Das ist schon unverschämt. So. Das war das Brettspiel soweit. Jetzt kommt die Game Master Section. Die beginnt auf Seite 21. Okay, das halbe Buch effektiv ist. Ja, also wir haben übrigens ganzseitige Grafiken zu der Zeit, auch nicht unbedingt immer so normal, ne? Aber das nimmt aus den 32 Seiten auch noch mal Seiten raus, also so echt. Ja, vor allem sind mehrere, also es ist fünf Stück. Das ist wirklich dünn, also. Das ist nicht viel Regeln. So, Game Master beginnt mit Szenario. Du sollst dir überlegen, was sollen die Leute eigentlich jetzt machen? Also nur einfach losfahren ist ja auch irgendwie doof, deswegen denkt ihr was aus. Ihr seid unterwegs, um einen Schatz zu finden oder eben wirklich um, ihr habt gehört, da gibt's irgendwie eine spanische Galeone, die kann man hops nehmen oder was auch immer. Aber ich bin doch Simon, wieso darf ich denn entscheiden, wo das Schiff hinfährt? Nein, der Spielleiter. Nein, du entscheidest nicht. Der Spielleiter soll. Wir sind der Spielleiter. Das Thema. Achso, okay. Ja, das Thema und dann weißt du als Spieler, weißt dann, hast du gehört? Der Captain hat gesagt, wir sollen eine spanische Galeone jagen. Yeah, das gibt viel Plunder. So, ne? Um ein bisschen Rollenspiel reinzubringen. Dann sollst du als Spielleiter das ganze Schiff ausarbeiten. Mit den ganzen NSCs, die notwendig sind und so weiter und so weiter. Ja. Am besten auch noch welche in Port Royal ganzen NSCs und da wird dann auch der Tipp gegeben, da kann man ja auch durchaus mal so ein paar historische Figuren unterbringen, die sich vielleicht da zur Ruhe gesetzt haben schon sowas so. Ja. Also warum nicht Long John Silver als Innkeeper oder sonst irgendwie sowas unterbringen, ne? Damit so ein bisschen Fluff da auch reinkommt. Okay. Das finde ich, das hat bei mir einen Gedanken ausgelöst und der zieht sich so ein bisschen durch. Vielleicht haben die tatsächlich das wirklich als Rollenspiel auch ein bisschen gespielt, diese Szenen dann im Hafen und so weiter und so weiter. Haben es aber gar nicht erklärt, weil machen wir ja. Das muss ich ja gar nicht groß erklären, weil solche kurzen halben Sätze, die so darauf hinweisen, und da machst du das noch ein bisschen, was Fluff angeht, und das noch ein bisschen, was Fluff angeht, hast du über das ganze Regelwerk verteilt. Ich finde das auch nicht ungewöhnlich, weil man hat ja in der damaligen Zeit, wir reden von 80, also 80 ist ja echt noch früh. Also ja. Nicht mehr ganz die Anfangstage, aber es ist immer noch vergleichsweise früh. Bestehen ja die allermeisten Bücher vor allen Dingen aus Regeln. Mhm. So, und alles andere waren ja die Dinge, die man auch so, ja, die jeder auch so ein bisschen so gemacht hat, wie er Dinge da drin verstanden hat. Also ich glaube auch, da war nicht viel im Sinne von versetze dich in deinen Charakter und so weiter, was dann ja später aufkommt in dem Sinne überhaupt mit drin, sondern das war ja ein Teil der Idee sozusagen. Also das war wie selbsterklärend. Ja, wir haben doch gesagt, wir spielen Fußball. Da muss ich doch nicht erklären, ja. dass zwei Tore sind und dann ja, soll der Ball rein. Fußball spielen und so weiter und so fort. Ich meine, hallo, sonst hätten wir gesagt, wir spielen Basketball. Ja. Aber wir haben hier noch coole neue Regeln dazu. So, peng. Mhm. Und das ist ja nicht untypisch für die Zeit.
Also das ja. muss man klar sagen. Ja, also das war auch bei mir Gedanke, dass so wirklich dieses Make-Believe in Anführungszeichen eigentlich die Grundvoraussetzung zumindest für einen Teil der Spieler war, obwohl ja. sie aus dem Cousin kamen. Und das ist auch, wenn du, also die Beschreibung zum Beispiel, es gibt einen Absatz zu Non-Player-Characters und dass du die mit Leben füllen sollst und zum Beispiel den Kapitän auch entsprechend mit seiner Würde und so weiter darstellen sollst. Oder wenn du viele allgemeine Crewmitglieder hast, klar, die kannst du 0815 darstellen, aber es sollte halt immer so dieses dass es glaubhaft wirkt und die Erfahrung zum Spaß macht. Und das deutet darauf hin, dass halt zumindest dieses Schiffsszenen oder eben dieses Onboarding oder mal eine Hafenszene oder sowas entsprechend gespielt wurde. Es wird halt nicht explizit erwähnt, sondern nur so am Rande, ja, mach's halt glaubwürdig. Und das ist mehr, als wir in anderen Regelwerken in der Zeit gesehen haben, zumindest schon. Also das war dann bei mir so dieses okay, weil auch nochmal explizit auch hier drauf hingewiesen wird, so dieses nimm die Vorstellung, die du eben aus Büchern und Filmen hast und so weiter und nutze sie, um den Spielern das zu einem glaubwürdigen Erlebnis zu machen. Mhm. Ja. Dann sind wir aber wieder gleich relativ schnell bei ganz trockenen Regeln, nämlich Ports and Fortification. Dann wird dann ganz kurz erklärt, nachdem wir direkt von den NSCs gehen wir zu, hat ein Hafen eigentlich Befestigungsanlagen? Weil du kannst ja auch die Befestigungsanlagen angreifen oder die dich, je nachdem. Ne? Also, das ist immer noch Pirates. Das ist ja unfassbar. Und das ist dann so ganz klassisch schon nach dem Motto, du sollst für jeden Dot auf dieser Karte, wenn du dich ihm näherst, sollst du halt gucken, ob sie jetzt gerade Fortifications haben oder nicht. Und dann, wenn sie dir freundlich gesonnen sind, ist das ja kein Problem. Aber wenn du zum Beispiel feindlichen Letter hast, dann ist es natürlich ein Problem, weil wenn du dich näherst, Schiff, Kampf und so weiter. Ja. So. Dann kommt die wichtigste Tabelle im ganzen Buch. Encounter Table. Und das haben sie ganz klassisch auch für die Cosim-Zeit mit den Doubles gemacht. Also es passieren eigentlich immer Dinge, wenn du Doubles würfelst. Also Double Twos, Double Sixes, also Double Threes, Double Fives und so weiter und so weiter. Das, was halt passieren kann, ist, die begegnen Schiffe, die gerade dabei sind, von dir zu entfernen. Mhm. Die begegnen Schiffe, die nähern sich dir gerade. Die begegnen Schiffe, die jagen dich gerade. Die nähern sich nicht nur, sondern die wollen dich. Und bei einer Double Six halt Sturm. Mhm. Und dann wird ein bisschen erklärt, was dann jeweils passiert, noch an Untermöglichkeiten und so weiter. Unterm Strich läuft es halt immer drauf raus, Verfolgungsjagd, Kampf oder nix. Oder beim Sturm, ja, wir sind einfach untergegangen. Auch das kann übrigens passieren. Tod. Zu viel Schaden. Du kannst, also es gibt beim Sturm ist relativ häufig was passiert, dass du dein Ruder verlierst. Dann kommst du in diese Situation, dass dein Schiff nicht mehr richtig navigieren kannst, nicht mehr steuern kannst und so weiter. Das kann übrigens auch passieren, wenn du einen Hard Turn machst, hast du eine geringe Prozentchance, dass dein Ruder bricht und du mit einem provisorischen Ruder rumreisen musst. Mhm. Und dann musst du hoffen, dass du dich in den nächsten Hafen rettest und das hat dann alles wiederum Einfluss auf den nächsten Leadership-Wurf. Ob der Captain noch Captain bleibt. Ja, okay, alles klar. Mhm. Also das ist zumindest eine gewisse Komplexität, was das drin angeht. So, bei den Encounter-Tablen dann, also wenn du jemanden begegnest, wird dann halt gewürfelt, was das sein kann. Da hast du auch wieder ganz klassischen Prozentwurf. 1 bis 60, ein Merchantman, 61 bis 70, zwei Merchantmen und so weiter und so weiter. Bis zur 100, the Gold Fleet. 6 Merchantmen with 6 Escorts, 12 Schiffe. Ihr wisst schon, dass das eine der Sachen ist, eine der zwei großen Sachen, die man bei Pirates halt macht. Was jagen wir? Wir jagen wahlweise die Gold Fleet oder den Silver Track. So, das sind die zwei Sachen, ne? Alter. Ja, den kannst du übrigens hier auch, also der Silver Track wird nicht erwähnt, aber es gibt hier, wenn du auf dem Land im Prinzip versuchst, Raubzüge zu machen, das kommt hier auch vor. Ja. Es klingt so, als wenn sie das ganze Ding genommen hätten und ins programmiert und als Pirate verkauft. Ja, also aber da haben die beiden definitiv nichts von gehabt. Nee, das ist ich habe gerade mal geguckt, Pirates ist 86, glaube ich, erschienen. Ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn Sid Meier, der auch ein alter Cosimer war, vielleicht irgendwann mal darüber hier gestolpert ist.
Ja, ja, also aber er wird es nie zugeben. Er wird es nie zugeben. Das wäre eine spannende Frage, ihm zu stellen, was ihn inspiriert hat. Filme. Ja, natürlich, die großen Filme, ne, und so weiter. Also, ja, ich meine, andererseits hast du natürlich, also, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist halt irgendwie Piratenspielen und da gibt es halt bestimmte Tropen und die. Was willst du noch groß machen irgendwie? Also ja, klar, gibt's die Sachen, die Befestigung, blablabla, du kannst halt irgendwie mit Kanonen schießen, durch die Gegend fahren. Ich meine, das ist so ähnlich, was willst du denn im Wild West Spiel machen? Ne? Also ich meine, auch da hast du Banküberfall, Zugüberfall, Diebstahl. Aber das ist halt selbst die Sache mit dem, wie man steuert und so weiter. Weiß nicht, wenn das Spiel, das ist schon... Schon sehr, sehr eng. Sehr, sehr nah dran. Das, was fehlt, ist definitiv komplett das mit dem Heiraten und Flirten. Ja, und das haben sie da rausgelassen. Das haben sie dann erst später bei Privateers Gentlemen. Da hast du das nämlich drin. Mit Heiraten und Erben und allem drum und dran. Genau, dann wird empfohlen... Wird empfohlen, auch für Port und so weiter eigene Encounter-Tabellen zu machen. Sie geben Beispiel-Encounter-Tabellen für die unterschiedlichen Häfentypen, also für Piratenhäfen, für neutrale Häfen oder für feindliche Häfen. Und auch nochmal zusätzliche Reactions-Tabellen. So, dann kommt vollkommen aus, also die Sortierung jetzt in der Game Master-Teil ist irgendwie vollkommen. Alles, was halt noch da ist. Ja, genau, weil jetzt kommt nämlich die. Wie treffe ich eigentlich mit einer Kanone? Also Chance of Cannon. ja, genau. Okay. Ja, ne? Und Damage dann bei Cannon und Grappling Table. Also jetzt kommen die eigentlichen Kampfmechaniken, die kommen dann jetzt erst. Mhm. Was man eigentlich würfeln muss. Und dann auch nochmal Boarding und dann Shipboard Combat. Und da habe ich, glaube ich, ich kann es mal zeigen, wie es dann aussieht. Das müsste. Die Combat-Seite kannst du mal einblenden, lieber Ingo, bitte. Da sieht man das dann mal. Weil, also Schiffskampf ist relativ einfach. Prozentwert gegen unterschiedliche Schiffe und so weiter. Also da wird einfach verglichen, welcher Schiffstyp gegen welche Schiffstyp schießt. So, beim Hand-to-Hand-Combat sind wir jetzt wieder bei einer Mechanik, die wir alle schon kennen. Nämlich, jeder Spieler legt eine Reihe von Taktiken fest, basierend auf seinen, was er machen möchte. Und dann wird das verglichen mit den Taktiken, die sein Gegenspieler, also in dem Fall der Spielleiter, festgelegt hat. Und dann wird der Reihe nach aufgedeckt. Du legst 5 Stück fest und der mit der höchsten Agility fängt dann an. Der sagt dann zum Beispiel, ich habe Lunge und mein Gegner hat Parry, also habe ich eine 25% Chance. Würfel. Klassischer Taktikvergleich. Ja, wie gesagt, das schlussendlich ist das immer Spielen wie En Garde und so weiter übernommen. Genau. Das haben wir dann. Das ist ja das, was dann auch bei Flashing Blades entsprechend dann auch weitergeführt wird. Ja. Der wichtigste Absatz hier drin ist, das ist sehr einfach gehalten, ist: Should even more detailed hand-to-hand combat rules be desired, we recommend Fire, Hack and Run von Mike Gilbert, Fantasy Games Unlimited, oder for detailed fencing rules see Rapier and Dagger vom Backhaus, Fantasy Games Unlimited. Also sie verweisen auf andere FGU-Titel, wenn man dann diesen Teil des Kampfes. Was mich bedingt wundert, aber das sind halt beides gar keine Table, also das sind beides keine Rollenspiele. Das sind Tabletops. Richtig. Ich finde nach wie vor, dass die Behauptung, dass das hier ein Rollenspiel ist, auch ein leichter Stretch ist. Mir ist noch was eingefallen gerade, nämlich der andere, der Anthony Le Boutillier, hat auch schon was für FGU veröffentlicht, und zwar ein paar Jahre vorher, und zwar eine Diplomacy-Variante. Und zwar heikles Thema Conquest of North America. Alter. Natives gegen Europäer. Als Diplomacy-Variante. Oh Gott, das ist... Okay. Kann man machen? Ja. Waren die 70er, da war das noch nicht so schlimm. Da hat man auch noch komische Western gedreht. Genau, es gibt ein Beispiel für einen Kampf, da kommt das nämlich genau mit den verschiedenen Taktiken. Und wenn man das Ganze mit Map spielt, also nicht nur abstrakt, dann haben sie auch noch leichte Terrainregeln, und zwar wenn man ober- und unterhalb von jemand anders steht, also Höhenunterschied, und wenn man irgendwie auf Schrägen ist. Weil das ja auf Schiffen häufiger vorkommt, dann das hat noch Prozentpunkt
Einflüsse, also so 10% Punkt Einflüsse. Und die Waffen können noch, wenn man das möchte, optional das Ganze ein bisschen komplizierter machen, können auch die unterschiedlichen Waffen noch einen Einfluss haben. Okay. Aber das scheint ja aber auch im 2%-Bereich oder sowas interessant. Ja, das ist minimal. So, dann kommt Healing After Combat. Das ist zumindest sehr moderat gelöst, nämlich einen Punkt pro Damage pro Tag. Also, harmlos. Dann gibt es noch Brawling Rules. Das ist ein ganzer so ein kleiner Block. Das ist bemerkenswert, weil die sind eigentlich nur, ja, hau aufeinander drauf mit Stärke und 25% Chance und dann machst du ein bisschen Minimumschaden, so kleinen, ein, zwei Punkte Schaden. Das haben sie sehr einfach gehalten. Aber jetzt kommt was sehr Spannendes, handlungsbezogene Erfahrung, und zwar Expertise. Wenn du einen Gegner im Hand-to-Hand-Combat erledigt hast, kriegst du ab da einen Prozentpunkt-Bonus für diesen erledigten Gegner, wenn du mit derselben Waffe wieder gegen einen neuen Gegner kämpfst. Okay. Das heißt, wenn du mal so 50 Gegner erledigt hast, hast du 50% Bonus. Das lohnt dann auch. Mhm. Okay, darüber haben sie sich keine weiteren Gedanken gemacht. Das passt nämlich in das gesamte Restsystem nicht rein. Das ganze Progression Balancing haben sie hier nicht gemacht. Das ist, also... Ich meine, ich würde mal sagen, das ist eine Homebrew-Kampagne, wo sie halt gesagt haben, lass uns doch mal Piraten spielen, was brauchen wir dafür alles? Hier ist so ein easy Skirmish-Ding, hier ist unsere Seeschlacht, hier machen wir mal so ein paar Charakterklassen und... Ja. Mule Train, da ist dein Silver-Track. Wird auch explizit erwähnt. Gold oder Silver Mule Trains? Mhm. Extra Regeln nochmal dafür, was passiert, wenn du die angreifst. Ja. Also das, ich finde, man sieht so richtig, wie das so gewachsen ist in alle möglichen Richtungen, damit man halt irgendwie Piraten spielen kann. Da braucht es halt alles dafür. Da braucht es Seekämpfe, braucht es Mannschaften, Fortifications, muss man irgendwo hinfahren. Dann gibt es halt so Abenteueraufhängsel, Encounter-Kram. Aber das riecht nicht nach. Das ist ein selbstgebasteltes Spiel und sie haben es dann halt unterschieden in Rollen- und Brettspiel. Aber in Wahrheit ist es einfach hauptsächlich ein selbstgebasteltes Spiel. Ja, aber genau. Es gibt doch gar keine Kampfregeln für das Rollenspiel. Das heißt, du musst ja, sobald du einen Kampf-Encounter hast, musst du die Brettspielregeln nehmen. Block und bla. Ja, also der Hand-to-Hand-Combat ist ja im Prinzip, ob der jetzt auf einem Schiff stattfindet, im Rahmen eines Boarding, oder ob er in der Stadt gerade stattfindet, weil du die Freundin des Piratenkönigs beleidigt hast, spielt da jetzt keine Rolle, sondern das ist immer dieselbe Mechanik. Ja, und auch, dass das Karten sind zu dem Zeitpunkt, also dass du diese Manöver machst und dann wird halt hinterher noch mit Prozentsatz gewürfelt, unnötigerweise, aber gut. Das ist alles so. Das sind, da ist, und das ist ja auch typisch für die späten 70er, frühen 80er, wenn das in späten 70er geschrieben wurde, das ist halt noch ein bisschen wie Chainmail. Also das ist noch so, das ist noch ein Übergang von, da sind schon Rollenspielelemente drin und so, sie wissen schon mehr, was zum Rollenspiel dazugehört, also sie haken so die Sachen irgendwie ab, aber als wirkliches Rollenspiel im Sinne von eine lange Kampagne oder irgendwas, das ist noch nicht so richtig ausgedacht. Und man kann so richtig vorstellen, sich wie so, okay, bei denen hat es irgendwann geklappt, die haben dann Schiffe übernommen und dann ist er der Captain geworden und der andere auch und bla. Und dann, also ich kann so mir vorstellen, wie die das gespielt haben und das dann sozusagen im Nachhinein runtergeschrieben haben, während sie sich halt lauter einzelne Regeln irgendwie für irgendwelche Fälle ausgedacht haben. Es ist also, aber, also mal, was man dem Ding auf jeden Fall anmerkt, und das finde ich eigentlich das Spannendste, ist die sozusagen wieder die Wurzel, aus der das Ganze erwachsen ist. Also in welcher Linie steht es zu welchen Spielen? Und das kannst da, also das Erste, was da grundlegend ist, natürlich klar, alle Cosims, die lassen wir aber mal weg. Legen wir mal nur von den Rollenspielsachen, die darauf Einfluss genommen haben. Da reden wir auf jeden Fall als allererstes mal von En Garde. Mhm. Weil das ist nämlich definitiv die Grundlage für diese Sorte von Spiel. Weil bei En Garde geht es ja am Ende des Tages auch genau um dieses mit dem, du baust dir deinen Charakter von unten nach oben dann Dinge auf und kannst irgendwelche Sachen dazukriegen und so weiter und so fort. Und das geht ja auch witzigerweise vom Genre her in eine ähnliche Richtung. Weil dieses Musketier-Ding und dieses Piratending, die haben natürlich schon... Ja, sind nah aneinander, klar. Die sind nah aneinander. Und da merkt man schon sehr deutlich, okay, hier wurden dann Sachen übernommen. Ich bin mir sicher, die haben auch En Garde gespielt. Alles andere fände ich jetzt ultramäßig überraschend. Dann haben wir natürlich auch noch andere Spiele von der Sorte gesehen, die das auch ähnlich hatten. Sowas wie Heroes of Olympus zum Beispiel.
Das ja auch so diesen Cosim-Charakter mit drin hatte, wo du einzelne Charaktere hattest, die dann Specials gekriegt haben, aber du hast eben auch die ganzen anderen Charaktere und du hast im Endeffekt eigentlich nur Individuen in einem Cosim gespielt, die da drin dann besser geworden sind am Ende des Tages. Und das dann als Rollenspiel bezeichnet. Auch mit diesem Rumreisen und so weiter und so fort. Das hat schon ziemlich viele Gemeinsamkeiten am Ende. Witzigerweise ist das noch ein bisschen deeper, was mich jetzt aber auch nur bedingt wundert, weil das stammt ja auch von dem Zastair, der auch Bunnies and Boris und all diese Sachen gemacht hat, oder dann später das Swordbearer. Der war ja schon einfach, der war von der Qualität her einfach, glaube ich, noch mal ein ganzes Level über den allermeisten Leuten, die ansonsten da tätig waren. Und dann haben wir natürlich auch noch sowas wie Commando, über das wir ja schon gesprochen haben. Das ist nämlich im Endeffekt auch genau dasselbe. Du baust einen Charakter, aber eigentlich spielst du am Ende des Tages eine ganze Gruppe. Und du spielst eigentlich das, um was es dabei am Ende des Tages wirklich geht, nämlich diese Kommandoaktion. So, okay, zack. Und das ist wirklich so dieser ganze Übergang von, ist das jetzt hier noch ein Brettspiel? Ist das ein Cosim? Ist das eigentlich schon Rollenspiel? Beziehungsweise was definiert Rollenspiel? Wie viel Rollenspiel braucht man eigentlich in einem Spiel, um es Rollenspiel zu nennen? Und was ich daran spannend finde, ist, dass sich diese Frage ja heute modernerweise wieder stellt. Wir haben diese Frage ja gerade wieder, aber eigentlich mit einer Entwicklung aus der anderen Richtung. Also vom Rollenspiel wieder zurück ins Brettspiel. Also weil wie viele Spieler, die heute eben, also gerade ganz viele von diesen ganz großen Kickstarter-Erfolgen. Dungeon Crawler, die im Prinzip Boardgame-Rollenspiele sind, wo, also auch ein Hybrid in Wahrheit. Ja. Genau, wo du da auch so ein bisschen so die Frage hast, so von wegen, okay, wie viel ist das jetzt Brettspiel? Wie viel ist das Rollenspiel? Was definiert die Benutzung des Wortes Rollenspiel in diesem Bereich? Ist das die Story? Ist das die Freiheit, Dinge zu entscheiden und so weiter? Also, aber das ist eine ganz ähnliche Sache, wo wir jetzt auch so ein bisschen dazu an so einer Stelle stehen, so, ist das für dich noch Rollenspiel? Ist das kein Rollenspiel? Und das war damals für die Leute, glaube ich, genau dasselbe. Weil ich glaube, allein die Tatsache, dass du plötzlich Einfluss auf Sachen nehmen konntest und du musstest dich nicht immer nur an gegebene fixe Regeln halten. Weil wenn du vorher Cosim gespielt hast, dann hattest du nur die Wahl zwischen, möchtest du eine dieser, und das konnte eine lange Liste sein, 40 verschiedenen Aktionen diese Runde machen. So, die stand entweder da drauf oder konntest du nicht machen. So, jetzt aber diese Definition von Rollenspiel allein dann zu sagen, so von wegen, ja, ich stehe in der Kneipe, weißt du, ich rede mal mit dem Wirt. So, also das ist natürlich für heutige Verhältnisse, ist das natürlich alles so, ja, komm, also wenn das die Basis von Rollenspiel ist, dann finde ich das ein bisschen dünn, aber für damalige Verhältnisse war das wahrscheinlich schon ein Riesenschritt. Vor allem, weil es explizit angenommen wurde. Das ist ja das, was ich meine. Also hier hat es noch einige Stellen. Also um es noch ganz kurz abzuschließen, dann bringe ich das Beispiel am Ende. Es kommt dann noch Letters of Mark. Also wie bekommst du da überhaupt ran? Dann kommt das mit den Treasure, mit den Elections. Und zwar, wenn du 25% der Crew verlierst und nicht einen adäquaten Ausgleich in Gold bekommst, kommt es zu einer Wahl. Nice. Oder wenn eben solche Sonderereignisse mit, du hast Ruder kaputt und dauert Wochen auf See und so weiter und so weiter. Dann gibt es noch ein paar Optionalregeln für Combat, um es noch komplizierter zu machen, wenn man unbedingt möchte. Und dann kommt ein sehr schönes Beispiel. Achso, dann wird gesagt, Campaign. Also hier wird nochmal explizit erwähnt, so dieses, du sollst das interessant machen und das ist langfristig angelegt, weil du wirst halt nicht gleich zum Captain und du willst ja Captain werden und so weiter. Sprich, das Ganze glaubwürdig machen mit auch festen Bezugspersonen. Und dann gibt es das Beispiel des Careening. Careening ist, wenn der Schiffsrumpf muss regelmäßig gereinigt werden, insbesondere in wärmeren Gewässern, weil viel Algenbewuchs und Muschelbewuchs und so weiter und so weiter. Und da wird hier auch explizit gesagt, das ist ja eine Downtime für das Schiff. Das heißt, die Crew sitzt irgendwo in irgendeinem Hafen fest. Und das wäre ja eine wahnsinnig schöne Möglichkeit für unterschiedliche Szenen und Szenarien dann mit den Leuten zu spielen. Das heißt, da wird explizit davon ausgegangen, dass man das tut, ohne dass es sonst irgendwie weiter ausgeführt wird. Aber es wird eben explizit erwähnt, so nach dem Motto, ja, das ist deine Chance. Finde ich spannend. Es ist aber auch wieder das Gleiche. Es ist im Prinzip das perfektere oder flexiblere Cosim. Also das ist auch die Art, wie die Crewmitglieder, also wie deine Spielercharaktere eigentlich nur Funktionsweisen sind. Und der Aufstieg auch nur so ist und du dann sowas kriegst wie eine neue Waffe. Das kommt aus dem Cosim. Da kannst du so 1:1 irgendwie so, oh, dein Seaman, den Counter kannst du jetzt umdrehen, jetzt hat er +1, weil jetzt hat er ein Rapier. Also weißt du, das ist so. Ja.
Die ganze Denke, wie das sich zusammensetzt und wie sich das aufbaut, ist aus dem COSIM. Die Rollen für den Kampf sind aus dem COSIM. Die Kartensimulationen sind eigentlich aus dem COSIM. Also irgendwie O-Bahn über A, Mann über B. Und dann gibt es sozusagen, weil das COSIM, wie du richtig sagst, eben an irgendeinem Punkt endet mit seiner Regel, Regeldurchdringung, dann gibt es den offenen Bereich, sodass du eigentlich ein echtes COSIM spielen kannst, indem du nämlich tatsächlich das ganze Ding simulierst, also auch die Downtime und gucken, was denen dann passiert. Und man sieht so richtig, wie das Spiel auch hin und her wechselt, weil du, sobald du nämlich im Kampf bist oder sobald du in so einer Seeschlacht bist, gibt es wieder sehr enge Regeln. Da gibt es auch nicht viel mit irgendwie, jetzt machen wir was ganz anderes. So, lass uns doch mal drüber reden oder so. Sondern dann wird knallhart COSIM gespielt und das wechselt hin und her. Also es ist deutlich durchlässiger in der Art. Aber es kommt eigentlich daraus zu sagen, wie kann ich noch größere Immersion in die Simulation von wir sind Piraten reinbringen. Ja. Und dafür gibt es dann eben Rollenspielregeln. Aber das, unterm Strich ist ja genau daraus Rollenspiel entstanden. Ja, aber das weiß ich. Immersion an dem Kampfregeln zu packen, genau. Genau. Also es kommt aus diesem, wie können wir noch einen Schritt weiter gehen, indem wir das Regelkorsett öffnen, wo es Sachen gibt, für die wir keine direkten Regeln machen wollen oder können oder sollten. So. Im Kern ähnelt es auch, sagen wir mal, vielen, vielen Computerrollenspielen mit taktischem Kampf. Also, dass du im Prinzip, angefangen bei sowas wie Baldur's Gate oder den alten Gold Games oder sonst irgendwas, weil du unterm Strich genau ja das hast. Du hast die Rollenspielelemente, du hast die Story-Elemente, aber das eigentliche regeltechnische Spiel findet dann in den taktischen Kampfsituationen statt. Was du natürlich da drin auch siehst, ist so dieser ganze Hintergrund, den wir auch ab und an mal beleuchtet hatten, wenn wir über Flying Buffalo geredet haben. Das sind ja ganz viele Elemente, die auch sehr typisch Play-by-Mail sind. Also dieses mit dem, oh, dein Charakter kann sich wirklich entwickeln, oh, solche Dinge, und dann steige ich auf und dann steige ich hier in der Hierarchie auf und solche Dinge. Die sind ganz viel in der Zeit auch im Play-by-Mail. Die waren das, was Play-by-Mail so interessant gemacht hat auch, weil du das plötzlich machen konntest in einer gefühlt echten Umgebung. Also das finde ich so spannend, weil das ist ja genau auch der Bereich, den eben zum Beispiel En Garde auch bedient und den auch dieses Spiel dann entsprechend wieder versucht zu bedienen, wo du einfach merkst, okay, wir haben hier noch eine Szene, die gar nicht so abgegrenzt ist. Also, sondern du hast eine sehr offene Szene, wo einfach nur sozusagen ein neues Element mit reingekommen ist, was auch eingebaut wird, was benutzt wird, was die Leute toll finden, an dem sie Spaß haben, aber sie unterscheiden es gar nicht in der Art und Weise. Also allein die Tatsache zu sagen, so hier, wir haben hier dieses Brettspiel, wir haben dieses Rollenspiel, ist ja schon in dem Sinne was Besonderes, weil das hat weder Heroes of Olympus gemacht, noch Commandos gemacht. Ja? Mhm. Also von daher ist das schon so eine Art von Realisieren ein bisschen dann dabei. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein spannendes Open-World-Ding, wenn du es so willst, oder Sandbox, weil du hast diese ganze Karte. So, und du fährst da drauf rum. Und dann wird das erst definiert in dem Moment, wo du da ankommst, solche Dinge dann dabei. Mhm. Auch das ist ja wieder völlig Pirates von der gesamten Gedanken. Da ist dann plötzlich so ein Hexcrawl, Exploration-Charakter mit drin und sowas. Dass das übrigens passt, unterstreicht auch das Schlusswort. Also sie haben ein Schlusswort. Notes on Play. Und da sind ein paar sehr ungewöhnliche Dinge drin aus COSIM-Sicht. Nämlich der allererste Satz oder zweite Satz ist, du hast jetzt die Regeln gelesen. Ja, die sind schon wichtig, aber die sind nicht in Bronze gegossen. Wie sie so schön sagen. Sondern ändert sie, wenn ihr Spaß dran habt. Mhm. Okay. Das finde ich für COSIM. Muss ich ja sagen, das ist für COSIMs nicht üblich, ja. Das ist schon mal so dieses ein bisschen entfernen. Und das zweite ist, und das geht dann genau in diese Richtung, in diese Hybrid-Übergangsphase, so dieses, wir können euch nur den Tipp geben, so dieses, baut eure Charaktere, baut die Welt und so weiter. Je mehr Details, desto besser, desto glaubwürdiger wird es. Das haben wir über Jahre an Spielen jetzt gelernt. Je mehr Details eine Welt hat, desto glaubwürdiger wird sie und desto mehr Spaß macht sie.
Und, die haben gelernt, was also, Immersion bedeutet. Also, das genau, ist aber dass sie das nochmal so explizit am Ende dann wirklich sagen, so dieses Perhaps we seem to be beating the subject too much, but we know how to set up interesting games after playing for years. Und dann halt wirklich so dieses Details. So. Und auch dieses passt es an. Ihr müsst nicht Pirat spielen. Ihr könnt zum Beispiel auch Navy spielen mit diesen Regeln und so weiter. Also dieselben Ampel Regeln könnt ihr halt auch auf Navy anwenden oder ihr könnt Hornblower nachspielen oder was auch immer. Und dann kommt noch ein kurzer Absatz zum, wenn man wirklich mit Miniaturen spielen möchte, und ein Mini-Glossar, das war's. Klar. Aber ich glaube wirklich, dass das, also du hast ja in dieser Übergangsphase Ende der 70er, Anfang der 80er, wo das mit diesem Immersion Roleplay sich ein bisschen klarer rausdefiniert hat. Ich glaube, dass du da einige hast, die es sehr aktiv schon gemacht haben zu dem Zeitpunkt, das heißt eigentlich eher Immersion Play betrieben haben oder das, was wir heute als Rollenspiel mehr als Rollenspiel verstehen, als jetzt vielleicht noch Ur-D&D war oder Chainmail war, aber offensichtlich noch nicht den Drang hatten, das unbedingt in Regeln gießen zu müssen, sondern gesagt haben, nö, Regeln brauchen wir für den Kampf, den Rest machen wir einfach. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel dafür, weil sie es eben halt auch sehr gezielt im Regelwerk immer wieder hochpoppen haben. Und wir haben andere, die dann schon anfangen, auch Regeln dafür genauer zu definieren. Aber das ist eine sehr spannende Übergangsphase. Und letztendlich, was dann 2-3 Jahre später dann im Prinzip schon 84, 85 alles passiert, das sind dann Welten innerhalb kürzester Zeit. Das muss man halt auch sagen. Also das ist, deswegen dieses Spiel ist 80 erschienen. Vom Geist her würde ich es eher 78 packen, in der Art und Weise, wie es sich anfühlt und so weiter. Aber das liegt dann vielleicht auch wieder daran, ja, hier schickst doch mal FGU, ob sie es nicht veröffentlichen wollen und bla. Und dann, ja, also das wird ja auch eine Weile gedauert haben. Ich finde zwei Sachen noch mal extrem spannend, die ich gerne loswerden will. Das eine ist, das steht eigentlich im selben Geiste wie das Powers and Perils, was wir uns angeguckt haben von Avalon Hill damals. Auch wenn das ganz anders die Sache angeht. Das eine hier ist eine massive Rules-Light-Geschichte und das andere war ja das war mit Abstand das Komplexeste, was Charaktererschaffung angeht, was ich überhaupt bisher lesen durfte. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob es da irgendwas gibt, was da noch drüber will, im Sinne von Definieren von Kleinigkeiten, die nicht mal irgendwie noch Einfluss auf irgendwas haben. Ja, also das ist so von wegen 2%, ja, da waren Werte dabei, da wäre ich froh gewesen, wenn irgendwas einen Einfluss von 2% auf was gehabt hätte. Ja? Also das war ja absurd. Und aber die gehen in dieselbe Richtung. Die kommen aus dem grundlegenden selben Geist, dieses das ist hier nicht das eigentliche Spiel, sondern das eigentliche Spiel ist eigentlich, also das, was eigentlich Spaß macht, ist das, was hier gar nichts mit zu tun hat, sondern wir geben euch das nur, damit ihr Sicherheit habt, damit ihr das andere besser genießen könnt. Mhm. Das ist, das ist tatsächlich auch etwas, was glaube ich so eine Zeitgeistgeschichte einfach ist, mit im Sinne von was brauchten die Leute, hatten so das Gefühl immer noch so von wegen, ja, ich brauche aber mehr Regeln und so weiter und so fort, ja, dann gebe ich dir noch ein paar mehr Regeln, aber eigentlich spiel deinen Charakter, also so dieses so go with the flow mäßige, ja, also das finde ich einfach ultra spannend, weil die zwei Spiele könnten ja nicht gegensätzlicher sein, aber die sind glaube ich aus derselben, die stammen aus demselben Samenkorn. Also die kommen aus derselben Gedankenrichtung des Spielens heraus. Und das andere, was ich sagen wollte, ach so, genau, Privateers and Gentlemen, dass das noch rausgekommen ist dann später, weil das ist ja eindeutig eine Art von Relaunch von dem Spiel. Auf, ja. Ja, und machen da dran Dinge. Ist halt auch so was ich einfach spannend finde, dass man sich nochmal hinstellt, nachdem das ja offensichtlich wirtschaftlich nicht erfolgreich war, weil sonst wäre es nicht so schnell wieder verschwunden und es hätte mehr als ein Buch gegeben und so weiter und so fort, macht man dann trotzdem nochmal dieses Privateer and Gentleman, dass dieses Thema immer noch so da ist und dass das auch bei FGU nochmal erschienen ist, finde ich echt spannend. Aber was ich da draußen auch immer wieder interessant finde, ist, wie viele Dinge in diesen Frühtagen, also von, ich sag jetzt mal, späte 70er bis Mitte 80er, über FGU als Inkubator tatsächlich gelaufen sind, ist halt absurd. Da ist so gut wie nichts gebrauchbar von dem Kram. Also, das muss man ja mal ganz knallhart sagen. Das meiste von dem Zeug, was wir von FGU gesehen haben, ist ja
ist ja an der Grenze zur Unspielbarkeit. Bunnies and Borrows war ja da eine, ist ja eine glorreiche Ausnahme gewesen. Flashing Blades. Ja. Und Flashing Blades. Und Flashing Blades, genau. Aber die meisten Sachen, die wir uns bisher angeguckt haben, die taten einfach nur weh. Ja. Aber die haben allesamt so einen, die hatten, das kommt mir ein bisschen vor, als wäre FGU so eine Art von, so kennt ihr diese Uni-Firmen, die so aus der Uni herauskommen, wo du irgendwelche Leute hast, die dann irgendwas dann da machen und dann hilft dir die Uni dabei, irgendwie da draußen eine Firma zu gründen und die allermeisten von denen gehen ja pleite. Also die allerwenigsten von denen werden ja irgendwas. Und ähnlich kommen mir diese Projekte hier vor. Also FGU so, ja, das klingt spannend, lass uns das mal machen. Er hat ja letztendlich alles mehr oder weniger gedruckt, was man ihm angetragen hat. So, und ich meine, für die anderen Firmen und für die anderen Leute in der Branche war das halt eine gute Möglichkeit, einfach zu gucken, was funktioniert, was sind coole Ideen. Oh, da und das haben wir auch schon öfters festgestellt, dass so manche Ideen, die hier zum ersten Mal, definitiv zum ersten Mal bei FGU aufgetaucht sind, dann in späteren Spielen sich niedergeschlagen haben. Und wir wissen ja auch, dass die Szene am Anfang so klein war, dass die Leute haben das Zeug gelesen oder sich zumindest auf Cons damit beschäftigt oder sind darüber gestolpert und so weiter. Weil die Szene war überschaubar Ende der 70er Jahre. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, und Leute haben einfach die Erfahrungen auch da gesammelt. Ja, also wie viele Leute haben angefangen bei FGU halt zum ersten Mal irgendwas zu veröffentlichen, was immer noch ein Verbrechen an der Menschheit ist? Also wie zum Beispiel Daredevils. Mhm. Also, gruseliges Spiel. Aber was haben die dann als nächstes gemacht? Ja, Shadowrun. So, und da ist halt einfach wirklich, ich bin mir sicher, die Szene hätte nicht ansatzweise sich so entwickelt und vor allen Dingen, ich sag mal am Ende nicht so schnell mit neuen Ideen weiterentwickelt, wenn du nicht jemanden wie FGU gehabt hättest, der eben ganz einfach das sind ja zum Teil Sachen, wo ich sagen würde, ja, die sind bestenfalls im Bereich von einem Beta-Stadium, die meisten sind irgendwie Alpha oder vielleicht im Bereich von einem Proof of Concept oder so, von daher. Ist das ja zum Teil noch gar nicht. Das stimmt schon. Das finde ich halt einfach so spannend. Also. Das heißt, FGU ist im Prinzip eigentlich ein Katalysator in dieser Zeit. Absolut. Ja. Und ist die Frage, war es dafür notwendig, den ganzen Scheiß auch tatsächlich rauszubringen? Offensichtlich einfach um alle in der Szene zu informieren, zu sagen, guck mal. Irgendeiner musste sich opfern, ne? Ja, auch um eben zu gucken, was funktioniert nicht. Also das ist ja genau das, also ich meine, das, wo jetzt, sage ich mal, bei anderen, im anderen Produktbereichen große Konzerne hingehen würden, machen Markttests gezielt irgendwo in Sample-Märkten und so weiter und so weiter. Hier hast du halt in diesem Hobbybereich eine Firma gehabt, die hat halt alles Mögliche auf den Markt geworfen und irgendwas bleibt schon hängen, so ungefähr. Und sei es, dass die richtigen Leute hängen bleiben und dann eben später sowas wie Shadowrun machen. Wobei man auch darüber streiten kann, ob das Regelwerk nicht wirklich auch eher wehtut, also zumindest das erste. Es war halt auch ein Beta. Ja, oder auch was Themen angeht. Und ich meine, gerade, also dass das Piratenthema immer, also ich meine, an sich ist es ein Abenteuerthema. Ohne Frage. Gerade mit auch Schätze finden und allem drum und dran. All das, was an Tropes zum Piratenthema dazugehört, ist es eigentlich verwunderlich, dass es immer nur so in der ganzen Rollenspielzeit eigentlich immer nur so punktuell mal ein, zwei Produkte gab, die funktioniert haben, aber auch nicht so richtig. Also nie einen Massengeschmack getroffen haben. Und das ist also da finde ich zum Beispiel immer wieder verwunderlich, weil ich meine, wenn du Leute fragst, ja, Piraten kann man ja klar sofort, macht Spaß. Kannst du halt auch in jedem Fantasy-Setting unterbringen, machen ja auch viele Leute irgendwann mal im Laufe ihres langen Lebens oder sowas. Aber gerade halt auch in der Spanish Main, dann jetzt vielleicht auch mit ein bisschen übernatürlichen Kram oder sowas zu spielen, warum eigentlich nicht so? Das große Problem da ist, dass haben alle Systeme auch da zu der Zeit versucht, das Schiff auch als Charakter mehr oder weniger zu machen. Ja. Weil sie gesagt haben, dass das gehört dazu, das ist eigentlich das Wichtige. Dein Charakter ist eine auf diesem Schiff, aber der kann sich dann hocharbeiten aber sie haben immer versucht, das Schiff als Charakter mit reinzubringen, im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Rollenspielen, die es gab. Ja gut, ich glaube, das hast du schon auch in den, richtig gut gelungen. Ich glaube, das ist auch in den Science-Fiction-Spielen ja durchaus so der Fall. Wenn du halt so einen zentralen Punkt hast dann dabei. Die Science-Fiction-Spiele haben ja auch immer diese Konzentration. Aber der Unterschied ist, bei Science-Fiction hast du halt viel mehr Varianz. Ja. Ich sag mal, bei einem Segelschiff
Naja, das ist halt ein Segelschiff. So, ich meine, wie viel Varianz kannst du denn da sinnvollerweise reinbringen? Das ist halt einfach auch schwierig. Aber ja, genau. Guck dir Sea of Thieves an, dann weißt du es. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, und das finde ich genauso spannend, wir haben jetzt diese Firma FGU, die nimmt gnadenlos Dinge und wirft die einfach an die Wand. Manche Sachen bleiben kleben, einiges prallt ab und manche hinterlassen echt hässlichen Fleck. Aber ja. Diejenigen, die sich bedienen, sind eigentlich andere Firmen. Also diejenigen, die den Nutzen daraus ernten, sind eigentlich am Ende des Tages andere Firmen. Also FGU hat ja selbst daraus niemals irgendwie wirklich in einem ernstzunehmenden Maße Kapital geschlagen aus dem, was sie da getan haben. Naja, ich glaube, das verkennt, also FGU ist ja nicht ein Farmteam im Sinne von, wir bilden Fußballer aus und dann werden die von anderen gekauft, sondern FGU publiziert mit einem gegen null gehenden Kostensatz, was die Kreativabteilung betrifft, regelmäßig Boxen und kauft billig ein und verkauft sie teuer. Also die Produktion, die Herstellungskosten von FGU sind ja extrem überschaubar. Frage des Businessmodells, ja, bin ich bei dir. Genau, es ist ein anderes Businessmodell. Ja. Der hat halt einfach gesagt, okay, pass auf, jeder Amateur-Hank kann irgendwie ankommen und irgendwie mir irgendwas geben. Hauptsache, es hat mindestens 32 Seiten. Ich layoute das 10 Jahre lang im gleichen Standard. Also sozusagen, hier sind meine Layout-Regeln für wie ihr das machen sollt. Schickt mir das ein, gebt mir das ab und ich finde noch einen Zeichner, der was da reinpackt. Oder ihr habt selber einen, ist mir auch egal. Dann kommt ein Cover drauf, das mit nichts zu tun hat. Von jemandem, der Profi ist. Und dann sieht es irgendwie halbwegs cool aus. Und dann verkaufen wir davon. Alle denken immer wieder, das könnte was für mich sein. Mhm. Wohingegen alle anderen Firmen zu dem Zeitpunkt im Regelfall die großen Themen suchen. Also irgendwie, wie können wir eine Serie etablieren? Wie machen wir dies, wie machen wir jenes? Was können wir noch machen? Irgendwie Fantasy, bla. Wir machen die 35 Abenteuer. Es gibt bei FGU ja für kaum irgendwas, also für später ein bisschen, es gibt für so gut wie nichts Abenteuer. Das war noch nie der Plan. Der macht einfach. Das kostet nichts. Wie viel kostet mich eine Box? Alles klar. Wie viel muss ich dafür verkaufen, um Break-Even zu sein? 1000 Stück, go. So. Und 1000 Leute in Amerika findest du immer. Also so, weißt du, die gucken dann auch Piraten, das gucke ich mir mal an. Aber scheiße, na gut, Box habe ich gekauft, was soll's. Weil ich muss kein zweites Buch mehr davon kaufen. Es ist nicht darauf angelegt, dass die Leute, die das erste Ding gekauft haben, sagen, oh cool, was gibt's denn noch so von Skull and Crossbones? Ja. Sondern ja. Die sagen so, okay. Ja, ist ein guter Karte Punkt. Karte nehme ich, kann ich übernehmen, ja, kann ich benutzen. Bin ich komplett bei dir. Was ich aber halt interessant finde, ist, du hast es eigentlich in der Weise, es ist ja eine typische Sache, die eigentlich in der Zeit auch durchaus bei Tech-Firmen nicht unnormal ist. Also das heißt aber aus einer anderen Richtung. Also bei Xerox zum Beispiel, finde ich, ist ein super Beispiel, wenn wir schon bei dem Thema vorhin waren, aus derselben Zeit. Xerox hat ja faktisch gesehen sämtliche technischen Grundentwicklungen bis in die 2000er ein Stück weit vorweggenommen. Hat aber selbst am Ende nie was draus gemacht, sondern das haben dann andere Firmen wie Microsoft und Apple dann am Endeffekt dann dabei getan. Ja, also Und ein Stück weit wäre das ja eigentlich auch eher die Aufgabe gewesen von TSA. Aber was TSA im Gegensatz halt nie geschafft hat, war halt irgendwie wirklich sozusagen, wenn alles jenseits von D&D war nie interessant. Also, die haben niemals es geschafft, dass Neues funktioniert. Da war keine Innovation mehr vorhanden. Und auch wenn diese Sachen hier schlecht waren, und wie gesagt, da manche Sachen sind ja mehr im Bereich von, ist mehr so eine Flat-Earth-Theorie, die du da rausgebracht hast, halt ich vermisst, ja. Aber die haben zumindest neue Sachen ausprobiert. Da wurde alles Mögliche eben dann ausprobiert und gemacht und getan. Und irgendwann hat ja jemand das dann auch, in dem Sinne, wenn wir mal dem technischen Vergleich sind, auch bis zur Reife gebracht und hat da aus dem Ding dann am Endeffekt auch was entwickelt. Und TSA hat das halt witzigerweise nie geschafft. Die haben, also ich kann mich nicht an ein Spiel von TSA erinnern, über das wir jetzt in dem Zusammenhang gesprochen haben, was jenseits von, es war halt Hochglanz im Verhältnis zu all den anderen und es war irgendwie, ich sag mal, im besten Falle sagen wir mal zugänglicher. Ja, aber es war professionell gemacht. Also das war professioneller, es hatte eine weitere Verbreitung. Ja, also ich mein, aber selbst von den Mechaniken her und so weiter, selbst solche Sachen wie Great Khan Game oder sowas, also wenn du jetzt in den Brettspielbereich gehst von TSA oder sowas, waren jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades, wo jeder gesagt hat, oh, boah, geil, super, oder sonst irgendwie. Also nö, eigentlich nicht. Was ich bemerkt, naja, und die Sachen, die sie versucht haben zu erfinden, sowas wie dann dieses Kingmaker-Dings, also wo sie dann später angefangen haben zu sagen, da sind sie andersrum vorgegangen und gesagt, okay,
wir haben D&D, wie kann ich dem noch andere Aspekte abgewinnen, ja, die ich jetzt noch irgendwie einbauen kann. Gut, das ist aber auch schon in den 90ern. Markenverbreiterung, genau. Das, und das ist dann Markenverbreiterung und das ist ja nochmal ein anderer Ansatz, als jetzt R&D-Inkubator zu sein und zu sagen, was können wir an neuen Spielen entwickeln. Was ich faszinierend finde, auch im Hinblick auf FGU, ist, dass, also normalerweise würde man in vielen Branchen, würde, wenn so ein komischer Outlier-Verlag da ist, der einfach alles Mögliche veröffentlicht und so weiter, würden sich viele Leute in der Branche über so jemanden lustig machen, so frei nach dem Motto, zu dem geht man nicht. Spätestens ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Und zumindest so, wie ich es mitgekriegt habe, auch auf den Gen-Cons und so weiter und so weiter, ist Scott jemand, der gerade bei der alten Garde, über den sich nie jemand lustig gemacht hat, sondern den jeder irgendwie auch irgendwo... Nee, der irgendwo, ist sogar angesehen. Also der, hat einen, der ist extrem angesehen, der genau das. Der genießt einen guten Ruf, ja, definitiv. Ja, und das ist auch etwas, was einfach zeigt, dass die Leute aus der alten Garde in der Rollenspielbranche sehr wohl wissen, was er da auch geleistet hat und eben wissen, dass das eben nicht die komische Lachnummer ist, der irgendwie jeden Scheiß rausbringt, sondern dass das jemand ist, der insgesamt vermutlich der Branche auch was Positives getan hat und deswegen auch seinen Ruf hat. Nämlich dieses, ja, der probiert Dinge aus, da geht auch mal was schief, aber er probiert Dinge aus, alleine das. Also das ist das. Da würde mich mal interessieren, da würde ich mich gerne mal mit ein paar Leuten drüber unterhalten, ob sie ihn deswegen mögen. Ich glaube, der Ruf, den ich mitbekommen habe, bezieht sich eher darauf, dass er jemand ist, der immer zu seinem Wort steht und so weiter. Ja. Was, also das heißt, der genießt mehr so diesen Ruf innerhalb des, weil die waren auch alle gleich, also die Jungs von Chaosium und die Leute von FGU und so viele waren das ja in der Zeit dann. Ja, am Anfang waren es ja wenige. Und dass er da immer so den Ruf, also das war halt immer so der Punkt, so von wegen, ja, mit dem kannst du arbeiten. Das war aber auch der große Vorteil, es gab halt auch noch TSA. Ne? Und TSA hat ja, gut, das hat war ja das gegen den Verarsch, der nicht bei drei auf dem Baum war. Also das ist ja, die haben ja nichts, die haben ja gnadenlos nichts hingekriegt. Aber was ich auch spannend finde, dann dabei ist, dass TSA aus dem, was da passiert ist, halt es nie geschafft hat, Kapital zu schlagen. Weil die waren die Einzigen, die sich halt nicht bedient haben an dem, was dann sozusagen da rausgekocht wurde. Weil das haben die haben das alles anderen überlassen und die haben immer wieder sozusagen dasselbe versucht, vielleicht für andere Themengebiete oder irgendwas, aber halt immer das, die haben halt immer dasselbe gemacht, nur halt in schlechter gefühlt. Ja? Aber das, bis Mitte 80 überrascht mich das aber nicht, weil Gygax, glaube ich, wirklich davon ausging, regeltechnisch, alle anderen, was die da machen, kann eh nicht so gut sein, wie das, was wir hier machen. Ja, also keine Frage. Ich meine, hey, das kennen wir auch aus vielen, von vielen anderen Firmen, aber ich finde es interessant zu sehen, wie viele andere sich halt wirklich da bedient haben am Ende des Tages, ja? Und dann damit eben auch geschafft haben, groß zu werden. Also mein bestes Beispiel, wenn wir von Shadowrun reden, eben tatsächlich Faser. Also ich meine, Peng. Die Firma, die dann eben plötzlich in den, die dann Ende 80er, Anfang 90er in die 90er rein, halt eine der großen Firmen in dem Bereich dann auch waren, ja. Ja. Und das ist halt schon, das ist halt einfach wirklich, ist wirklich anders, als es jetzt zum Beispiel eben bei Technologiefirmen dann dabei passiert ist. Was man daran vor allen Dingen auch merkt, ist, dass da definitiv keinerlei wirtschaftliches Know-how im Sinne von Markenentwicklung und von Businessentwicklung und so weiter überhaupt existiert hat. Sonst hätte irgendwann mal jemand gesagt, so von wegen, Leute, das müssen wir hier anders aufziehen, ja. So, und das ist. Und die Leute, die es gemacht haben aus der Szene, haben das halt mehr auf Basis von, boah, das ist cool, das können wir aber besser gemacht dann dabei. Was ein ganz anderer Gedanke ist, als zu sagen, das war ein guter Ansatz, das können wir weiterentwickeln, das wird erfolgreich. Die haben halt immer gesagt, okay, wenn es ein Thema gibt, das gerade spannend ist, dann lass uns doch eine TSA-Version von machen, sozusagen. Dann machen wir jetzt auch Western. So. Wer hat denn hier was mit Western zu tun? Guckst dich im Raum um. Du guckst doch ständig Western, genau. Da wurden ja auch Leute eben mit Aufgaben so von wegen, du schreibst jetzt dieses Buch. Oh Gott, das interessiert mich aber gar nicht. Das ist ja nett, es interessiert nur keinen. So, also, das erklärt auch, warum so ein paar Sachen rausgekommen sind. Oder andere Dinge wie zum Beispiel, da waren wir noch zu kommen, da war das durchaus auch so, bei sowas wie Star Frontiers, also Sternengarde im Deutschen und so weiter, wo dann so viele Leute dran mitgemischt haben. Das hatte mir Timothy mal erzählt. Ich meine, so, das haben am Ende so viele Leute dran mitgemischt, dass es wirklich keinem mehr gefallen hat. Weil ich auch großartigen Ansatz finde. Das ist die negative Version von Konsens. Ja, genau. Gemeinsame Dissens. Wir machen das auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Gefällt dir das? Nein. Dir? Nein. Bestens, das nehmen wir. So.
Ja. Das war der kleinste gemeinsame Niner, den du meintest. Aber gut. Ja. Genau. Ja, also das war Skull and Crossbones. Jetzt mal kurz an Ingo die Frage. Kannte es irgendjemand? Ah, ihr werdet überrascht sein. Jetzt bin ich gespannt. Es haben 30 Leute an der Abstimmung teilgenommen. 26 haben direkt gesagt, nö, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber jetzt kommt's. 2 haben es immerhin schon mal gesehen. Oh. Einer oder eine hat es schon mal gespielt. Wow. Und einer oder eine hat es sogar noch im Regal. Wow. Okay, also du und ich, wir besitzen die 2 Kopien, die es in Deutschland davon gibt. Eine dritte ist gerade bei eBay für original verpackt für 60 Euro zu bekommen, hat jemand im Chat geschrieben. Ui, das ist richtig günstig. Also das ist wirklich günstig für das Ding. Das kostet echt eigentlich deutlich mehr. Also wenn ihr auf solche Sachen aus seid, dann ist das ein absoluter Schnapper. Das kann ich mal klar sagen. Aber die wenn ihr es euch kauft für die Sammlung, check. Wenn ihr es euch kauft, weil ihr es wirklich benutzen wollt. Gibt bessere. Wenn ihr Seespiele spielen wollt, hatten wir es vorhin schon von Gardavalon Hill, was Besseres. Holt euch lieber eine alte Version von Pirates of the Spanish Main. Genau, spielt ein bisschen Pirates. Alter, ja, geil. Aber war Knaller. Also ich fand das gerade wieder einen hochspannenden Ausflug. Also das war dann zu sehen, wo da Dinge wieder und so weiter und so fort. Dieser Ast, ich bin mal gespannt, wann wir das letzte Spiel finden, wirklich, wo wir dann sagen können, so, und jetzt war es vorbei. Mit diesen Sachen, die so Cosim gerichtet noch sind dann dabei. Das kommt aber später. Ja, das muss kommt später. Ich schätze mal, Mitte der 80er muss das dann irgendwann. Mitte 80 hätte ich jetzt auch so. Ja, wobei, du es hast gibt auch immer so Nachzügle. Es gibt die Skirmish, also die Skirmish-Leute haben sich noch eine Weile gehalten, aber es sind ja schon wieder anders als die Cosima. Und dann, es gibt nochmal in diesem ganzen Military-Sachen, Spieldingern, da ist es dann wieder reingekommen, weil die komplexeren Geschichten, da gibt es dann halt, hier ist das Rollenspiel und hier ist dann irgendwie das Brettspiel dazu, aber die sind dann halt schon entsprechend größer. Ja, da reden wir dann aber auch wieder von einer anderen grundlegenden Genau, aber da kommt es sozusagen aus einer anderen Richtung zurück als Thema, aber es kommt, der gemeinsame Geist ist schon die Simulation. Ja. Also einfach die verschiedenen Ebenen der Interaktion abzudecken durch das entsprechend dafür passende Regelwerk. Und Raumschlachten ist halt mit Rollenspiel ausspielen immer so ein bisschen blöd, weil was machst du denn dann? Ich finde, der hat mich nicht getroffen und ich bin der Meinung, der Laser sollte jetzt funktionieren. Also das ist halt nichts, was du diskutierst, da hast du dann deine harten Regeln und so. Also das ist schon, ich glaube, diese Idee der Weltsimulation ist stark und dann kommt es eben, wie du gesagt hast, es kommt wieder über sowas wie die ganzen Hexplore-Spiele, sowas, wo eben man plötzlich anfängt zu sagen, okay, wir haben eigentlich ein simulationistisches Regelwerk für bestimmte Aspekte, die das Rollenspiel sozusagen von der anderen Seite erfassen und nicht mehr, wie es dann über die ganzen 90er geht, aus dem Rollenspiel heraus die komplette Rollenspielbeschreibung zu kriegen. Also wo dann halt super komplexe Regelwerke für jeden Scheiß rauskommen. Es ist ja auch eine Frage, wo du Sense of Wonder unterbringst. Also das ist ja auch genau das, wenn du eine gewisse Erfahrung hast an Rollenspielen und so weiter, ist ja zum Beispiel durch sowas wie Hexplore Games, kannst du einen bestimmten Aspekt von Sense of Wonder und Überraschung und oh, das ist jetzt ganz anders, als wir vielleicht vorher erwartet haben und so weiter, mit reinbringen über entsprechende Mechaniken. Das heißt, dieses sehr gezielte, bestimmte simulationistische Mechaniken zu nehmen für bestimmte Aspekte und nicht mehr für, wir simulieren allgemein, also alles durch, wie es ja auch einige Rollenspielsysteme haben, oder wir waren eigentlich mal in Cosim und haben noch ein bisschen Rollenspiel drauf, dass das heute halt sehr viel gezielter eingesetzt wird. Ja, es ist halt, das ist der Sense of Wonder, aber es ist auch gemistisch. Mhm. Und das ist zum Beispiel das jetzt auch. Also ich wüsste auch nicht genau, warum ich das spielen sollte. Und wenn ich es versuchen würde, würde wahrscheinlich man hauptsächlich mit den ganzen Löchern umgehen müssen, die da drin klaffen. Aber eigentlich ist es gemistisch zu sagen, hey, pass mal auf, wir wollen dir das Erlebnis geben, wie das ist, Pirat zu sein damals. Und das hat verschiedene Aspekte und die greifen wir mit verschiedenen Mechaniken auf. Manche sind eher Rollenspiel, manche sind eher Boardgame, manche sind irgendwie was anderes. Aber an sich, also Cosim in dem eigentlichen Sinne von tatsächlich Simulation, aber
aber nicht gedacht als möglichst viele Sachen, also nicht Advanced Squad Leader irgendwie die Welt immer kleiner machen, sondern einfach zu sagen, okay, welches Regelformat bildet das Erlebnis, das wir dir vermitteln wollen, am besten ab? Und da gibt es dann halt verschiedene Sachen da drin. Und das finde ich schon spannend. Das finde ich auch bei dem sehr sichtbar, dass die auch, gerade weil die halt auch oft sagen, sei frei, sei glaubwürdig. Das finde ich ein ganz wichtiges Stichwort dabei. Glaubwürdigkeit hat, also Cosims Leben von Glaubwürdigkeit. Kann ich mich, ist die Regel so gut, dass ich imaginieren kann, dass das der Situation entspricht, die ich nachspiele. Und das machen die hier schon. Und das machen sie eben über verschiedene Grade hinweg. Und das finde ich interessant, weil das tatsächlich ist, was irgendwann kippt es raus und wie du sagst, der Ast endet irgendwann und das Rollenspiel definiert sich aus sich selber raus und sagt dann, wie kann ich aus meinem Regelsystem sozusagen alle Situationen abbilden, die mir begegnen. Aber dann bleibt es innerhalb seines Systems und sagt dann nicht, ach, dafür benutzen wir jetzt keine Rollenspielregel, jetzt machen wir mal was ganz anderes und jetzt werfen wir mal Mikado und gucken, was geht. Das machen sie ja dann später bei Farsam mit Battletech beziehungsweise mit Legionnaire und Prefect und Centurion wo sie dann sagen, wenn du die Situation hast, dann nimmst du dieses Brettspiel und wenn du die Situation hast, nimmst du das Rollenspiel und wenn du die Situation hast, nimmst du das planetare Verteidigungskampfding? Und mit dem Ergebnis, dass es nicht funktioniert. Also das muss man an der Stelle auch nochmal klar anmerken. Also das ist tatsächlich nochmal... Aber ist bei Battletech ja auch so, dass das Mech-Warrior eigentlich nicht so richtig funktioniert. Mech-Warrior ist kacke. Keins von denen funktioniert. Also keines von denen funktioniert. Außer Battletech selbst. Das ist was anderes. Das ist nicht der Versuch, eine Situation abzubilden, sondern es ist zu sagen, hey, wir haben diesen Teil des Erlebnisses, haben wir in Regeln gepackt, jetzt brauchen wir noch diesen Teil und diesen Teil. Na gut, dann machen wir halt noch neue Spiele dafür und irgendwie hängen die damit zusammen, weil die alle von der Mitte auskommen. Und das stimmt eben nicht. Also haben wir ja oft genug jetzt durchgesetzt, gerade bei dem Battletech-Thema, dass das nicht so gut funktioniert. Und hier sind diese Löcher auch drin, es ist nur kompakter, aber man sieht noch mehr sozusagen, wie diese Zahnräder noch verkettet sind, als eingedachtes Ding und nicht als wir bauen das eine und dann bauen wir das andere noch hinterher, sondern das ist Teil einer Linie in dem Versuch zu sagen, hey, und deswegen meine ich, das sind Hausregeln, das ist eine Hauskampagne in ein Regelwerk gepresst. Die haben angefangen mit irgendwas und gesagt, jetzt brauchen wir das und jetzt machen wir Schiffskampf, okay, wie geht denn das? Und dann haben sie das im Nachhinein in Regeln irgendwie gesäubert, aber es ist eigentlich wirklich so, wir spielen Piraten, was braucht es dafür alles? Lass uns mal gucken. In einer gewissen Weise ist es näher dran an dem, was eben originär passiert ist, als Arnesen damals Blackmoor entwickelt hat und gespielt hat. Und irgendwas anderes. Das merkt man auch an den Reviews, weil die Reviews auf der einen Seite sagen, es ist nicht ein richtiges Rollenspiel, also auch durchaus schon Anfang der 80er. Auf der anderen Seite aber eben sagen, es ist auch kein richtiges Piraten-Cosim, weil dazu sind die Regeln nicht komplex genug so und nicht simulationistisch. Also das sagen sie nicht wörtlich, aber das liest du raus aus den Reviews. Und das ist halt, das meinte ich auch, sie bedienen beide Seiten nicht richtig. Und deswegen ist es halt auch so dieses, vielleicht als Intro ganz nett, aber mehr auch nicht. Also das ist so das Fazit, was du immer wieder hast. Das ist fünf Jahre nach En Garde. Und En Garde hat im Prinzip, wie du schon sagst, das gleiche Feld bewirtschaftet. Nämlich, lass uns eine Situation spielen und dann ist eben auch per Play by E-Mail gemacht, wo es eben, und Play by Mail erst und dann Play by E-Mail. E-Mail hatten wir noch nicht, war dann am Ende was, es lief ja. Aber also fünf Jahre, das muss uns, also das finde ich immer krass, weil das habe ich jetzt ja hier gelernt in unserer illustren Runde, welche Quantensprünge in diesen Mitte 70er bis Mitte 80er passiert sind. Für eine massive Änderung und eine massive Ausbildung sowohl der Branche als auch des Selbstverständnisses, der Selbstdefinition passiert ist. Und insofern ist das halt wahrscheinlich nicht nur zwei, sondern ungefähr 4,5 Jahre zu spät. Für das, was es macht und wird dementsprechend so gar nicht mehr rezipiert. Aber 4,5 Jahre früher hätten wahrscheinlich alle gesagt, so ja, ist ja ganz okay, es macht halt diese ganzen Sachen, wie cool, wir gucken mal, da waren die alle noch offen. Aber jetzt sind schon die Kästen sind schon viel enger geworden, weil die Selbstdefinition schon viel klarer geworden ist. Was ist eigentlich Rollenspiel und so? Cool. Danke dir, lieber Björn. Das war eine großartige Vorstellung und wie du gesehen hast, du hast wieder Unfassbares hier ausgelöst. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass du dich da durchgebissen hast und ich bin dir dankbar, dass ich es nicht tun musste.
Und ich weiß ja, dass mein nächstes Thema, wird ja noch weniger Freude. Nächste Woche wird es eh nicht spannend, kann ich euch sagen. Aber geht eine ganz andere Richtung. Aber wird auch hochgradig interessant. Danke an alle vorhandenen Jans und vor allen Dingen natürlich ganz viel Dank an euch da draußen. Wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns immer über einen Daumen hoch, ein Like, eine Subscription oder eben natürlich auch eine Unterstützung auf Patreon. Was passiert noch die Woche? Wir haben morgen eine Vorstellung zum Divinarium. Also da werden sich der Philipp und die Zoe zusammen hinsetzen und werden da ein bisschen was zu erzählen. Also die Version für die Liturgien, für die Geweihten, entsprechend zu dem, was wir beim Schwarzen Auge mit dem Grimorum haben für die Magier oder die Zauberwirker. Und dann haben wir am Donnerstag M3, da wird bemalt. Da wusste allerdings der Philipp vorhin nicht genau, welche Miniatur, aber es wird eine von unseren Schwarze Augen Miniaturen bemalt, das kann ich euch schon mal sagen. Und dann am Freitag gibt es noch die Board Game Night, die wir mal wieder abfeiern. Da werden sich die Johannes mit ein paar anderen aus der Firma hinsetzen und werden eine richtig schicke, große Runde Spirit Island spielen. Also von daher, da macht es auf jeden Fall richtig Sinn und Spaß. So, und was haben wir noch am Mittwoch, lieber Björn? Am Mittwoch haben wir diesmal gar nichts. Ich habe jetzt am Donnerstag und am Sonntag was hier. Entschuldigung. Was? Ja, ganz, ganz ungewöhnlich. Und zwar spielen wir am Donnerstag den letzten Teil der Blade Runner-Kampagne. Ich vermute mal, entweder die Gruppe stirbt oder sie werden den Fall lösen. Oder beides. Wie immer. Genau, wissen wir das nicht. Macht Sinn, ja. Und am Sonntag geht es los auf meinem Kanal mit der Hexenrunde. Mit hier anwesendem Jan W. Nice. Genau, spielen wir Herr der Fliegen aus dem Starter-Set. Super! Nice. Ja, also das heißt, wer Hexen noch nicht kennen sollte, ich kann mir das zwar nicht vorstellen, der sollte da reingucken, weil da lernt man nämlich auch das Regelsystem ein bisschen kennen, und zwar auf eine sehr angenehme und sanfte Art mit einer sehr tollen Gruppe. Wir haben eine sehr schöne Besetzung zusammen und das wird, glaube ich, schön. Freue ich mich drauf. Also ihr seht, es passiert wirklich viel diese Woche, und nächste Woche starten wir natürlich dann direkt in den Montag wieder rein mit einer weiteren Folge Alte Männer. Und egal, was ihr macht, bis ihr morgen wieder einschaltet, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.